Hallo und einen guten Abend. So. Jetzt geht's hier auch schon los, direkt. Passiert hier auch gleich was im GVG? Denn wir hatten uns abgesprochen, dass wir um 20.40 Uhr nochmal ein paar Sektoren angreifen. Und die ploppen hier gerade schon auf. Und da würde ich mich jetzt erstmal dran beteiligen. So, ich hoffe, ihr sagt denen jetzt nicht Bescheid, die wir angreifen. Konzentriert. Ja, ich habe eine ganze Reihe an Sachen noch zu tun in Forge of Empires und ich bin
jetzt die letzten, naja, fast 24 Stunden fast gar nicht zum Spielen gekommen. Ich habe nur meine Tagesproduktion einmal eingesammelt. Und das war's. Also nur einmal die Ernte hier, die große, auf der Hauptwelt eingesammelt. Die Nebenwelten sind noch alle unangerührt. Das heißt, da muss ich eh noch alles durchgehen. Und das werde ich heute Abend auf jeden Fall auch machen. Und ich möchte auch die... Ah, da ist jemand. Da ist jemand und funkt dazwischen von der Tafelrunde. Die sind also noch da. Aber wir sind mehr. Okay. Und ist die Frage, wo wir hingehen? Ich würde ja eher hier oben lang, weil man da noch zwei Sektoren holen kann und hier nur noch einen. Machen wir das. Mal schauen, wenn sie jetzt da sind, dann kann es jetzt natürlich... wieder schwierig werden. Je nachdem, wie viele das sind, sind schon mehr als einer. Aber sie dürfen nicht auf. Von daher sollte das funktionieren. Mit dem Einnehmen dieser beiden Sektoren oder dem verbleibenden. Jetzt könnte man hier natürlich auch die Knöpfe wieder übereinander legen. Ah, der Aufwand ist jetzt nicht so ganz gering. Warum stellt da niemand anderes nach? Immer ich. Kämpfen da noch andere mit? Okay. So, das wäre geschafft. Jetzt haben die Ritter der Freiheit auch noch mit dazwischen gefunkt. Von Norden. Und die Tafelrunde. Ja, sogar zwei, die verteidigt haben. Naja. Generell sieht unser Gebiet im alle Zeitalter jetzt nicht besonders atemberaubend aus. Wir hatten da mal deutlich bessere Zeiten, aber im Moment sind sehr wenig GVGler dabei. Und da müssen wir ein bisschen federn lassen. So, ja, dann wollen wir mal quasi anfangen. Hallo Arak, hallo Topstar, schön, dass ihr da seid. Ich weiß, die Josie, die streamt ja auch noch. Von daher bin ich jetzt gerade hier Konkurrenz. Habe ich einen Konkurrenzstream aufgemacht. Aber ich muss jetzt eh... naja, ein paar Sachen machen, wie gesagt. Also ich muss einsammeln in allen anderen Welten und ich muss hier auch mein Mogulreich beenden. Und jetzt hier noch die Silberbelohnung holen. Ich bin soweit mit allem fertig. Mir fehlen nur noch die 1500 Diplomatie. Und ja, das wollte ich jetzt machen, bevor es zu spät wird. Hallo Zombie, schön, dass du auch da bist, guten Abend. Hallo Tyrawal, danke dir, danke dir für das erste Sub. Ach, du hast sogar zuerst geschrieben, habe ich übersehen. Ich danke dir für deine Subscription.
Also, jetzt wurde ja, ich glaube, gestern wurde mein Affiliate-Status freigeschalten. Ich habe aber noch nichts eingerichtet, weil ich, wie gesagt, gestern auch überhaupt keine Zeit hatte. Den letzten ganzen Tag hatte ich im Grunde keine Zeit. Wir waren unterwegs und hatten Besuch und ja, von daher keine Zeit für Forge of Empires, aber das ist halt so. Immer mal wieder. Aber man kann jetzt bestimmt Kanalpunkte sammeln bei mir. Oder? Das müsste ja inzwischen gehen. Ich mal hier meinen Discord wegschieben. Das gehört jetzt da nicht hin. Ich mache es vielleicht sogar aus, sonst macht es Töne zwischendrin. Aber ich kann noch kurz. Ja, ist gut. So, jetzt mache ich es aus. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, weil ich habe ja die Musik an und ich weiß nicht, wie laut die ist im Stream. Vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, ob man mich gut versteht, damit ich da Bescheid weiß. Ja, du bist Erster. 3, 2, 4. Okay. 324 hast du schon? 324 was, Tyrawal? So, nochmal kurz Danke geschrieben für die anderen, die mitgeholfen haben im GVG. Ach, Kanalpunkte 324. Ja, bestimmt auch von der Subscription. Da gibt es ja, glaube ich, auch einmal einen Schub Kanalpunkte, ne? So, du findest die Musik ein bisschen laut. Ich kann sie ja hier. Ach nee, im Spiel kann ich sie tatsächlich nicht mehr leiser stellen, aber ich kann sie hier im Stream noch ein bisschen leiser stellen. Hab's jetzt noch ein bisschen leiser gemacht. Vielleicht kannst du noch mal schreiben, ob es jetzt besser ist, Topstar. Genau, also normalerweise habe ich ja die Musik auch selbst gar nicht an im Spiel. Habe ich jetzt eigentlich nur gemacht, weil ich noch den Wartebildschirm an hatte, weil ich ja noch nicht live war, sondern erstmal nur angezeigt habe, dass ich live gehe. Ah, super, dann passt das. Alles klar, Topstar. So, dann kann ich mal hier im Antiquitätenhändler die. Achso, ich stelle jetzt hier einfach nur Angriffstränke ein. Davon habe ich so viele, die werde ich nicht mehr los. Die werde ich so nicht mehr los. Ja, Pi und Josie haben ja jetzt im Prinzip die letzten 3 Tage gestreamt. Jeden Abend fast. So wie ich das mitbekommen habe. Erst Pi mit Josie. Als Ton dabei, dann beide, wie immer am Samstag. Ich hoffe, sie haben sich meine Stadt auch wenig angeguckt, weil die ist im Moment ja. War gestern Städteschau bei den beiden? Die war ja, ist ja im Umbau. War nicht. Okay, sehr gut. Ich habe ein bisschen drauf gehofft, dass keine ist. So. Ich würde einfach mal direkt damit starten, dass ich den Umbau im Mogulreich mache, um die 1500 Diplomatie zu erreichen. Ich habe dazu auch nochmal ein gesondertes Video gemacht gehabt, weil da mehrere Leute tatsächlich gefragt haben unter dem. Erst wieder nach dem Event, alles klar. Weil da mehrere Leute gefragt hatten, wie man die 1500 Diplomatie am Ende erreicht, was ich allerdings überhaupt nicht groß schwer finde. Es ist nur so, dass ich es jetzt nicht erreichen werde, soweit ich vermute. Ich habe jetzt 679 und ich glaube, allein mit
Mit Wasserkanälen und Alleen werde ich jetzt den Rest nicht machen. Aber ich kann das schon mal so verschieben und den Aufbau von weiteren, ah ja, 6 Stunden, das schaffe ich nicht mehr. Von weiteren Chahabak dann starten, so dass ich das morgen früh beenden kann. Und das ist generell der Plan und deswegen habe ich auch ein bisschen Zeitdruck hier, um das noch in der Silberzeit zu schaffen, weil ja das jetzt auch nur noch 17 Stunden läuft. Das Vergnügen. So. So, den ziehe ich hier rüber. Das ziehe ich länger. Und ach so, das passt ja da noch gar nicht hin. Was mache ich denn damit? Also, ich würde dieses Gebäude jetzt erstmal löschen. Und dann schaue ich mal, wo wir jetzt sind. Jetzt bin ich bei 1000, bei über 1000 Diplomatie. Das ist schon echt gut. Aber jetzt wird es natürlich deutlich schwerer mit dem Rest. Aber ich habe hier definitiv noch ein bisschen Puffer, weil ich noch Erweiterung freischalten kann. Weil ich genügend Güter über habe. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Beziehungsweise habe zu selten reingeschaut und dann habe ich einfach mehr Güter, deutlich mehr Güter produziert, als ich benötigt hätte. Und dadurch ist aber auch die Zeitbelohnung jetzt misslungen, mal wieder. Genau, und da werde ich jetzt mal gucken, wo ich noch vielleicht ein Chahabak und weiteres unterkriege. Ich denke, hier sollte noch eins passen. Von daher würde ich da noch eine Erweiterung freischalten. Ich muss nur mal gucken, wie es jetzt am preisgünstigsten ist. Wie ich da jetzt am besten die Erweiterung kaufe. Ich würde sagen, ich gehe erstmal auf die Lotusblüten, weil da ist die Preissteigerung am größten. Allerdings auch bei den Gewürzen. Aber Gewürze habe ich recht viel. Mit 311. Also nehme ich die Lotusblüten. So, hier kriege ich noch einen Chahabak hin, deswegen schalte ich die frei. Dann. Wo geht noch was? Hier würde noch eins hinpassen. Dann schalte ich die beiden hier auch noch frei. Jetzt auch noch mit Lotusblüten. Und dann. Kostet es immer 2 bis 3 zusätzliche Güter. Von daher ist es jetzt relativ egal, wie ich die einsetze. Dann würde ich jetzt hier mal den Weizen nehmen. So, da würde, wie gesagt, noch ein Chahabak hinpassen. Dann vielleicht hier oben würde auch noch eins hinpassen, wenn ich 3 freischalte. Aber das kann ich mir ja durchaus leisten. Ich hätte auch noch einen, ich glaube mindestens eine Spitzhacke habe ich auch noch. Ja, eine Spitzhacke habe ich noch. Könnte also auch noch ein Hindernis abreißen. Also nehme ich mal das hier noch. Und dann würde ich mal die 3 hier oben noch freischalten. Das müsste ja alles noch passen. Von den Kosten. Ich habe sogar noch, kann sogar noch 2 weitere Erweiterungen kaufen. Welche nehme ich denn da? Die hier. Dann kann ich hier noch ein, das ist ja dreimal. Genau, dann kann ich da auch noch eins unterbringen. So. Okay, jetzt habe ich alles freigeschalten. So, okay.
Dann würde ich es direkt mal versuchen, so unterzubringen. Okay. So. Das wäre natürlich schön, wenn das da oben noch hinpassen würde. Das passt doch auch da oben hin. Ups. Das passt doch auch da oben hin. Muss ich es nur an die richtige Stelle stellen? Genau. So passt das. Okay. So, und dann schaue ich mal, wie weit ich jetzt komme mit der Diplomatie. Ich könnte halt jetzt hier noch diese. Allee langziehen. Vielleicht komme ich damit noch ganz gut weiter. So, da ist Schluss an der Stelle, weil da nämlich ein Hindernis ist. Oder ich schalte das frei, dann kann ich noch zwei Alleen dranhängen. Und dann schaffe ich es vielleicht sogar mit den Wasserkanälen den Rest der 1500 und dann würde ich es heute Abend noch beenden können. Eigentlich auch eine ganz gute Idee. Also ich versuche das einfach mal. Ich versuche das mal, schalte das noch frei und verlängere die Alleen und würde dann versuchen, einfach so viel wie möglich Platz zu schaffen und dann klappt es hoffentlich einfach nur mit Wasserkanälen und Alleen. Die 1500. Ja, das passt locker. Das passt locker. Ich sehe schon, das passt locker. Bei so viel Platz, wie ich den ich jetzt freischalten konnte. Eigentlich auch kein Wunder. Und dann war der Aufwand jetzt hier gar nicht so groß. So, das reicht schon. Erledigt. Tada, Siedlung abgeschlossen. Wunderbar. Ich starte jetzt keine neue Siedlung mehr, weil sich das für mich jetzt nicht lohnt. An der Stelle, weil ich ja die 4-Stunden-Produktion im Grunde wieder neu starten müsste. Und das klappt halt nicht mehr heute Abend, weil dann müsste ich jetzt zwingend bis nach 1 Uhr wach bleiben. Nee, eigentlich sogar 5 Stunden, also sogar bis nach 2 wach bleiben, weil ja auch das Weizenfeld erstmal gebaut werden muss. Und deswegen mache ich das morgen erst. Da habe ich mehr Zeit, dann starte ich morgen eine neue kulturelle Siedlung. Und jetzt kann ich noch den Mogultempel eine Stufe weiter aufbauen. Bin ich jetzt bei 20 Fortschritten? Vorletzte Stufe. Ist es dann beim nächsten Mal das letzte Mal? Nee, das vorletzte Mal. Ich krieg jetzt noch einen Botschafter. Und dann. Ja, Tyrawai, du bist aber auch sehr engagiert. Du bist ja da sehr, sehr dran. So wie ich das vernommen habe und sehr aktiv. Und ich habe öfter mal einfach für einige Tage gar nicht Mogule gespielt, beziehungsweise Siedlung gespielt. Ich habe generell später angefangen. Also als die Siedlung rauskam, hatte ich noch keine Lust, das überhaupt anzufangen zu spielen. Und deswegen habe ich grundsätzlich später angefangen. Ja, und so bin ich. Ja, und wie gesagt, zweimal auch nur die Silberbelohnung erhalten. Jetzt dieses Mal und über Weihnachten die Saison oder die. Ja, weiß ich nicht, ob man Saison nennen kann. Genau, da habe ich auch nur die Silberbelohnung geschafft und dann ist ja klar, hat man anscheinend mehr Zeit gebraucht als nötig, als normal nötig. Oder als für Gold nötig, sagen wir es mal so. So, okay.
Und sonst wird sich hier am Abend auch noch die Karte drehen. Das heißt, hier ist auch noch viel zu holen. Und unsere GG-Planer haben das auch alles schon eingetragen. Um 21:55 Uhr geht's los. Und da ich aktuell bei 4 Zermürbung bin. Und die habe ich auch nur, weil ich für das Event ein paar Kämpfe machen musste. Da habe ich auf so einem Randsektor ein bisschen gekämpft. Genau, aber bisher habe ich in der GG tatsächlich heute noch gar nichts gemacht. Oh, 5 Minuten Produktion. Ja, da bist du natürlich schneller mit den 5 Minuten Produktionen. Da kann man natürlich dann wirklich eine große Menge an, an Rupien, genau, an Rupien aufbauen. Und dann braucht man halt nicht so viele Rupien-Produktionsgebäude. Kann man die im Grunde wieder abreißen oder einfach mehr Produktionsgebäude für Güter stellen und kommt dadurch auch viel schneller durch. Klar, wenn das funktioniert, wenn du nur zuhören musst, dann kann man das natürlich machen nebenbei in so einer Telefonkonferenz. Ja, okay. Ja, ansonsten, ich freue mich, dass das Affiliate jetzt hier durchgegangen ist. Ich hatte ja da ein bisschen Probleme mit. Ehrlich gesagt, weil ich einen Fehler in der Eingabe gemacht habe, worauf man da sehr achten muss bei Twitch. Da müssen nämlich Formular 1 und Formular 3 übereinstimmen. Das eine oder das erste ist halt, oder das Formular 1 ist halt, sind die persönlichen Angaben und auf dem dritten sind die Steuerangaben. Weil man muss ja, weil man ja auch Einnahmen hat über Twitch oder zumindest haben kann über Twitch, muss man das ja angeben. Und da stimmte was nicht überein. Da hatte ich nämlich zuerst hatte ich, glaube ich, die Hausnummer in ein Feld eingetragen, wo sie hätte nicht reingedurft. Und sonst hatte ich durch die Autovervollständigung irgendwie zweimal meinen Vornamen in der Eingabe drin. Und das mit dem Vornamen, das habe ich relativ schnell gesehen, aber das mit der Hausnummer habe ich nicht verstanden, weil da kam halt nur immer ein Fehler von wegen Adresszeile 2 stimmt nicht. Und ich dachte mir so, ich habe überhaupt keine Adresszeile 2 eingegeben. Razuka, danke dir für dein Abo. Und schön, dass du da bist. Schön, dass du reinhörst. Für dein Prime-Abo. Das erste Mal was geschrieben. Ja, Razuka ist einer von meinen Gildenkollegen. Der ist sogar Gildenleiter bei uns bei New Horizons. Ich war ja früher mal Gildenleiter. Wir hatten das im letzten Jahr zusammen gemacht. Und jetzt macht er es zusammen mit, naja, mit noch 4 weiteren. Also wir hatten jetzt immer 5 Räte gewählt. Und die leiten unsere Gilde. Unsere Gilde ist tatsächlich so demokratisch, dass sie ihre Gildenräte wählt. Genau. Okay. So, dann würde ich mal durch die Nebenwelten gehen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder Wünsche, dann immer her damit. Dann sagt das gerne. Ansonsten würde ich jetzt erstmal einfach nur einsammeln wollen, weil ich, wie gesagt, glaube ich, seit über 24 Stunden auf allen anderen Welten außer der Hauptwelt überhaupt nicht online war. So, und ich gucke mal, ob ich vielleicht hier sogar noch die
Jetzt muss ich den Ton wieder anmachen eigentlich, aber ist egal, oder? Dann lasse ich einfach, habe ich einfach keinen Ton. Ja, wobei eigentlich ist es netter, wenn man so ein bisschen Hintergrundgedudel hat. Ich mache den Ton hier mal an und stelle ihn auf leise. So. Okay. Also hier wäre noch einiges zu tun, aber es ist machbar. Die zwei Sektoren auf der Karte der Kontinente erobern ist natürlich immer eine Sache, die ich ungern mache, aber das ist auch eine Sache, die man vermeiden kann. Ja, danke schön. Schöne Grüße zurück an Pi und Josie. Genau, aber das würde ich später machen wollen. Ich würde jetzt erstmal nur alles abholen. Und vielleicht, wo es möglich ist, dann nochmal eine Stundenproduktion einstellen. Ja, nochmal vielleicht den Hinweis hier, wenn ihr am PC spielt, dann gibt es ja hier diese. Das gibt es, glaube ich, am. Hallo Paul! Oh, jetzt hat mich die Josie geradet. Ich danke dir, Staubvogel, für dein Raid. Warum ist die Banane krumm und der Apfel rund? Tja, Jockel, löse es bitte auf. Ich kenne nur den Witz, weil nur mal niemand in den Dschungel zog und die Banane gerade bog. Aber mit dem Apfel, keine Ahnung. Ja, vielen Dank, Josie, für den Raid und direkt mal danke an Engel fürs Folgen. Ja, schön, dass ihr zuschaut. Und auch an Marco fürs Folgen und für die 100 Bits. Vielen lieben Dank. Superkleber klebt überall. Warum nicht auf der Innenseite der Tube? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, er klebt nicht auf Metall, oder? Klebt er auf Metall? Paul, auch dir danke fürs Folgen. Und Jockel, danke dir für das Abo. Jetzt geht's hier rund, weil Josie mich einfach mal mit 30 Leuten geradet hat. Danke dir. So, Rossi macht keinen 24-Stunden-Stream. Na sowas. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass ihr 24-Stunden-Stream macht. Oder habt ihr nicht das ganze Wochenende durchgängig gestreamt? Das kam mir fast so vor. Also Pi und du. Chris, danke auch dir fürs Follow und Tyrawal, vielen Dank für die 100 Bits. Hier ist Party. Ja, der Hype-Train kommt gleich. 75% steht hier bei mir. Okay. Ja, ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, was ich mit den Kanalpunkten machen möchte. Aber ich habe sie noch nicht eingestellt, weil es wurde halt, wie gesagt, auch erst gestern freigeschaltet. Und so, ich bin umgefallen vor Schreck, genau, so ist es. Ich kann ja. Ja, ich kann. Nee, ich kann, geht noch nicht. Mein Sound ist schon da. Ich habe es nur hochgeklappt gerade. Marco, ich danke auch dir für die 100 Bits. Ich muss nur kurz. Also, falls ihr noch Ideen habt, um das aufzugreifen, falls ihr noch Ideen habt, was man für Kanalpunkte so einrichten könnte, dann schreibt es auch gerne
hier rein. Und dann schaue ich mal, was ich davon einrichten kann. Genau, also ich würde jetzt weiter durch die Welten gehen. Hier mache ich keine Siedlung, keine kulturelle Siedlung. Ja, 10 Liegestütze. Ich würde erstmal mit einem anfangen, Topstar. Auch also von Chris kommt auch der Kommentar Liegestütze. Okay, das ist natürlich hier beides nicht besonders sinnvoll als tägliche Herausforderung. Mal gucken, ob das noch machbar ist. 5 Minuten Produktion, 30 Einheiten besiegen, eine simple Verhandlung. Das geht, das kann man machen. Verhandlung mache ich mal gleich. Nein, doch, oh. Mit, aber dann bitte mit AI. Nein, doch, oh. Oder nein, doch, oh. Ein LG abreißen. Ja, genau. Stadtbesuch geht immer, denke ich auch. Stadtbesuch habe ich auf jeden Fall auf der Liste. Das werde ich machen. Stadtbesuche. Das Problem ist nur, ich werde nur Stadtbesuche machen, also direkte Stadtbesuche machen auf den 5 Welten, die ich habe und auf der Beta. Und wenn ihr so auf einer anderen Welt seid, dann kann ich gerne auch einen Stadtbesuch machen, aber dann müsstet ihr mir ein Bild schicken. So, leider fährt der Hype-Train jetzt aus der Stadt. Wann ich Stadtbesuche mache? Keine Ahnung. Paul. Auf welcher Welt spielst du, Paul? Ich umgehe dein Problem. Also, oder ich oder er? Also, wer ist denn er, Jocke? Ja, auf H bin ich nicht. Da kann ich zum Beispiel nicht drauf gucken. Also da würde es halt nur gehen, wenn du mir ein Bild von deiner Stadt schicken würdest. Das geht, wenn du beispielsweise mit dem, wenn du Windows hast, dann kannst du das Snipping-Tool benutzen. Das ist vorinstalliert bei Windows 10. Und das dann auf so einer Bildplattform wie Imgur hochladen und mir einfach den Link zukommen lassen. Zum Beispiel über Twitch. Verschicken. Ja, genau. Also das mit den Tutorials, das möchte ich einerseits nicht machen und ich möchte auch den Überblick behalten über die Welten. Ehrlich gesagt. Und das wäre mir einfach zu viel. Also wenn es jetzt irgendwie die Möglichkeit gäbe, die vielleicht irgendwie einzufärben, so dass man sieht, okay, diese Welten spielt man mehr oder weniger aktiv und dass man die relativ schnell findet. Weil die irgendwie bestimmte Farben haben, die Knöpfe. Aber das wäre jetzt ein Feature-Request an InnoGames. Es haben viele von Jocke gelernt. Ja, natürlich besuche ich dich auf M. Aber auch nur, wenn du mir ein Bild schickst. Diamantrex. Also der Besuch muss zu mir kommen. Okay, gut, dann ernte ich mal weiter hier. Oh, das war jetzt schon wieder falsch. Ich muss ja meine blaue Galaxie zuerst mal öffnen und dann auch nochmal gucken, ob ich hier Diamanten abräumen kann. Kann ich nicht. Dann mache ich hier nach den Empfehlungen Tresor und Luftschiff. Okay, habe ich mich schon verklickt, aber nicht schlimm. So, und 5 Minuten Produktion. Das kriegen wir hin. Ups, nochmal verklickt. Man kann, wenn man am PC spielt, kann man das hier öffnen und dann kann man auf die 2 drücken und die gedrückt halten und dann startet man hier
lauter 15 Minuten Produktion. Ich wollte doch 5 Minuten Produktion, aber ist egal. Ich mache erstmal die 15 Minuten für die Event-Quest. Für meinen größten Fan kann ich leider auch nicht das Tutorial spielen. Leider nicht. Tut mir leid. Da muss ich hart bleiben. Auch nicht für den zweitgrößten Fan. Ich hoffe, du magst mich trotzdem noch. So. Also, wenn es irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, die Städte zu besuchen, eine andere Möglichkeit wäre, ich hätte noch eine Idee, was man machen könnte. Und zwar könnte man, da wir ja auch den FOE Olymp haben, also unser Discord. Ich hoffe, ihr seid da schon alle drauf. Wenn ihr da noch nicht drauf seid, dann schicke ich euch gleich mal den Link hier in den Chat. Oder wäre noch besser, wenn das jemand anderes verlinken könnte, weil dann müsste ich jetzt nicht suchen. Das ist ein bisschen ungünstig. Genau, dann könntet ihr dort mit aufs Discord gehen und eine Idee wäre, dass wir beispielsweise den Stadtbesuch über Discord machen und ihr euren Bildschirm teilt und in eure Stadt geht und wir gemeinsam über eure Stadt sprechen. Dann können wir nämlich zusammen in einem Kanal sein und miteinander reden über die Stadt. Das wäre, glaube ich, auch ganz nett, so als Möglichkeit, wie wir Städteschau machen könnten. Pi, ich mache das einfach ein bisschen anders. Man kann ja auf Discord live gehen, wenn man in einem Sprachkanal drin ist. Da kann man live gehen und kann seinen Bildschirm teilen. Und dann kann der Spieler direkt in seiner Stadt interagieren und dann könnte ich halt den geteilten Bildschirm abfilmen. Falls das klappt, das müsste man natürlich mal ausprobieren. Ach, Pommes Pirat, jetzt hast du den Link rausgesucht und jetzt wird der geblockt. Danke dir, aber dann funktioniert es nicht. Kannst du mir den vielleicht per Direktnachricht schicken, den Link? Weil dann würde ich den selber hier posten. Das wäre ganz lieb. Wenn du den jetzt nicht in den Chat posten kannst. Der Sinn dahinter, ich soll auf wieder Welt spielen, wie ein Freak. Na, ich bin halt anders ein Freak. Ich spiele nicht auf jeder Welt. Ich bin der GVG-Freak. Ja. Da kommt gerade so ein Ja aus dem Hintergrund. So, hier möchte noch jemand Forge-Punkte eingezahlt haben in seine legendären Gebäude, in seine leeren Gebäude. Das mache ich gleich mal mit. Und Kai-Uwe. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass das Kai-Uwe heißt. Das lese ich jetzt, oder das realisiere ich gerade zum ersten Mal. Ich muss auch gucken, in welches legendäre Gebäude die AU. Es war wohl doch nicht die AU. Es war nicht die AU. Es war der Markusdom, aber den zahle ich jetzt in der AU noch drauf. Markusdom. Yes, Markusdom. Und in der AU sind nötig 513. Das lege ich jetzt nach. Und dann passt es auch. So.
So, den Rest einsammeln. So. Cam an, Cam an. Nee, ich kann dich leider nicht in Thailand besuchen, da ich auf in Thailand keine Welt habe. Aber theoretisch wäre das sogar möglich, weil ich mir dann nicht meine Übersicht hier über meine Welten kaputt machen würde, weil ich ja den Server umschalten müsste. Aber da müsste ich halt auch das Tutorial spielen. Discord klappt leider noch nicht. Pommes Pirat, ich danke dir für die Nachricht. Und jetzt poste ich das selber hier in den Chat. Das ist... Darüber solltet ihr den Discord-Kanal erreichen, den FOE Olymp. Und da könnten wir dann solche Projekte ausprobieren. Aber sonst findet ihr natürlich auch die anderen Streamer und YouTuber aus unserer Stammtischrunde dort. Marco möchte Türkei. Fünf Welten sieht sehr einsam aus, ja. Tja, so ist das. Das ist bei mir sehr einsam und trist. Nur fünf Welten spielen, das ist schon... Und eigentlich nur eine. Eigentlich nur eine wirklich. Und den Rest so nebenbei so ein bisschen. Geht's auf zur nächsten Uzeria. Das ist die Classic-Welt. Ja, anderer Server geht. Anderer Server geht, aber das würde halt dann, wäre halt dann ein bisschen langweilig, wenn ich das Tutorial immer machen muss vorher. Hier ist es mir wichtiger, die Agenten zu holen, weil ich keine Agenten produzieren kann selbst, weil ich ja kein Agentenversteck bauen kann. Und ich glaube, ich habe in der anderen Welt auch hier die Bugpunkte noch gar nicht eingesammelt. Gehe ich nochmal rüber. Das geht flott, naja. So flott geht es nicht, das Tutorial. Das dauert ganz schön lange eigentlich. Und vor allem, wenn man das 10-mal hintereinander macht, dann nervt das richtig. Stimmt's, Jockel? So. Auch hier Alec. Ich nehme natürlich deine Freundschaftsanfrage gerne an. So, auch hier Musik an, leise und abholen. Achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob das machbar ist hier mit den... Ja, das ist auch machbar mit den täglichen Herausforderungen. Noch am Abend. So, hier kann ich eigentlich... Obwohl, ich guck mal hier lieber rein. Genau, die 24-Stunden-Produktion, die habe ich, glaube ich, schon gestartet. Da muss ich nur jetzt die richtigen... Ja. Die richtigen Gebäude einsammeln. Sehr gut, dann kann ich hier gleich ein Stück weiterspielen. In der Event-Quest-Reihe. 10 Produktionsstätten einsammeln. Ja gut, das kriegen wir jetzt auch hin. Auf Ruknir wird man links liegen gelassen. Inwiefern wird man da links liegen gelassen? Wahrscheinlich nur du, Pi. So, auch flott eingesammelt. Oh, 3 Güter fehlen noch. Na, hoffentlich kriege ich die noch. Oh, jetzt fehlt noch eins. Ein Gut fehlt. So. Okay.
Und die 30 Forge-Punkte bringe ich bei dir unter, Archangelus. Du bist ja auch gerade da, nehme ich an. Hattest, glaube ich, schon Hallo gesagt, ne? So, dann bringe ich die bei dir unter. Und bei Chess. Oder habe ich doch, habe ich mich auch schon beteiligt. Das passt. Sehr gut. Mal hier die Nachrichten wegklicken. Gibt es noch Tipps zu den Kanalpunkten, Kanalpunktideen? Man versteht FOE erst mit mehr als 10 Welten. Ach, ich glaube, ich habe es schon ganz gut verstanden. Also ich habe ja den Bonus, dass ich das Spiel schon seit 8 Jahren oder so spiele. Da brauche ich keine 10 Welten. So, 4 Kämpfe noch machen. Dann könnte ich das hier eigentlich relativ gleich abschließen. Aber ich gehe, glaube ich, erstmal auf W und auf die Beta. Wie Wahlstrand. Hier, da darf Pi und Josie müssen jetzt weggucken. Die Liegestütze kommt gut an. Definitiv. Und hält fit. Genau, also ihr müsst jetzt weggucken, weil hier ist natürlich nur das Gesicht zu sehen und nicht sonst alles andere ist da nicht, existiert da nicht. Das bildet ihr euch nur ein. Was ihr jetzt hier nicht sehen könnt, das bildet ihr euch nur ein, alles andere. Ja, okay. So. Zack. Und jetzt habe ich hier Probleme mit dem Weiterforschen, weil ich absolut keine Güter habe. Das ist schwer. Kanalpunkte ist schwer, das muss man selber fühlen, was man da gerne machen möchte. Okay, also ich verstehe das, Pi. Ich verstehe, was du meinst. Man muss ja auch irgendwie eine Idee davon haben oder ein Gefühl dafür haben, wie teuer man Dinge machen kann, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Und da habe ich ja auch noch kein Gefühl dafür. Also ich habe jetzt nur bei euch geguckt. Man will nicht alles machen. Nee, also oben ohne oder so, das würde ich dann nicht machen. 100 Liegestütze oder Liegestütze für 100? 100 Liegestütze für 100 Kanalpunkte. Topstar. Das wäre doch eine gute Idee. Ja, bei Zocket, der hat das relativ schnell wieder abgeschaltet. Abgeschalten. Du fühlst das Arche abreißen nicht? Aber du hast ja, das heißt ja nur LG abreißen. Du weißt ja nicht, am Ende, ob es am Ende die Arche ist oder irgendwas anderes. Vielleicht wollen die Sparer dann doch lieber was anderes abreißen. Zocket hat 99 Schulden. 99 Liegestütze Schulden. Ich glaube, ganz so viele sind es nicht. So, und ich müsste jetzt hier ein bisschen was abreißen und aufbauen, um die nächste Quest fertig zu machen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil ich auch nicht so viele Güter habe. Nicht so viele Münzen habe. 8000? Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis ich hier die nächste Quest im Event fertig habe. Auf wie? So. Dann Beta. Beta-Welt einsammeln. Kann ich gleich mal was zeigen hier auf der Beta. Also es gibt jetzt hier generell
Ach, was macht denn jetzt hier mehr Sinn? Es gibt jetzt hier generell die Möglichkeit, dass man hier in der Daily Challenge den Preis umschalten oder die Preise umschalten kann auf die des nächsten Tages. Das würde 500 Diamanten kosten. Das ist wirklich sauteuer. Das, keine Ahnung, ob das jemals jemand machen wird, aber wahrscheinlich schon. Die Leute sind ja verrückt. Und tatsächlich sind die Preise jetzt hier beide nicht so besonders gut. Aber ich würde jetzt hier mal die linke Seite nehmen. Shrine of Knowledge ist generell, glaube ich, auch neu, die Belohnung. Und Shrine of Knowledge Fragmente sind auch neu. Oder? Ach nein, das ist ein Schrein des Wissens. Na klar, das ist ein Schrein des Wissens, aber ein Upgrade-Kit dafür. Aber das ist auch neu. Das kommt also auch anscheinend neu hinzu. Gut. Dann wähle ich das aus und mit ein bisschen Glück kriege ich das sogar. Und das wäre tatsächlich sogar etwas, was sich für mich lohnen würde, weil ich müsste hier schon. Gesundheit. Müsste hier schon irgendwo einen Schrein des Wissens zu stehen haben, glaube ich. Und falls. Ah, hier oben. Genau. Welches Dummium? 50 oder 80? Ich überlege gerade wieder, was ein Dummium war. Wie? Da gibt es gerade ganz viel Gesundheitswünsche, Alex. Juhu, ihr Test ist auch negativ. Okay, genau. Ja, also, und wenn man dann ausgewählt hat, dann hat man die Möglichkeit, auch die Aufgaben zu tauschen, wenn die einem nicht passen. Und man hat immer einen Tausch frei und danach kostet es, glaube ich, 25 Diamanten. Also ist es relativ günstig, danach nochmal zu tauschen. Das sind aber alles Sachen, die sind machbar mit den Supplies hier. 9000, das kriege ich, glaube ich, hin. Müssen wir mal schauen. Ja, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Mittelgroße Armee besiegen kriege ich auch hin. Und 6 Forge-Punkte ausgeben kriege ich auch hin. Ach so, das ist das Dummium, richtig. Der Wagen ist das Dummium. Und es ist tatsächlich jetzt so. Oh, hier ist irgendwas hinzugekommen. Irgendwas ist jetzt mehr. Das war vorher, glaube ich, eins weniger hier in der Leiste. Refreshes Shop. Was ist denn jetzt da hinzugekommen? Sieht eigentlich nicht so aus, als wenn irgendwas weniger ist. Irgendwas mehr ist. Na, vielleicht irre ich mich. Vielleicht waren es vorher auch schon neun Dinge, die hier drin waren. Aber was fehlt, ist definitiv, dass alle motivieren, allen helfen. Der Knopf fehlt hier. Ja, aber der Preis ist glaube ich, absurd. Also für 80 Euro. Es gibt auch Angebote für 50 Euro, aber dann für 28 Tage nur. Also so ein Einmalpreis hätte ich mir vorstellen können, aber nee. Ich bin gespannt, wer das macht. Also das Ding ist ja, man wird sogar sehen, wer das Dummium benutzt. Weil derjenige dann einen goldenen Dummium-Rahmen hat um sein Profilbild. Also vielleicht kommt es ja auch alles noch ganz anders. Das ist ja sowieso schon mal angekündigt worden auf der Beta und dann ist er wieder zurückgezogen worden. Und vielleicht ändert sich das alles auch noch mit dem FOE Plus. Ja, so, und hier gibt es noch eine Wäscheleine in der Natur. Mal gucken, ob ich die Wäscheleine noch finde. Da. Na, wenn man da mal ranzoomt, das ist eine Wäscheleine. Da hängt eine Frau, die sehr altertümlich gekleidet ist, Wäsche auf.
So, heutzutage ist es natürlich anders. Heutzutage hängen immer nur noch die Männer die Wäsche auf. Okay. So, auch flott eingesammelt. Jetzt müsste das erste schon erledigt sein, die 6 Forge-Punkte. Also, hier gibt es auf der Beta-Welt. Ich weiß nicht. Habt ihr eine bessere Gilde für mich auf der Beta-Welt? Ich bin jetzt hier in der Gilde, wo auch der Mooing Cat drin ist. Ich finde ihn gerade nicht. Ist er überhaupt noch hier? Ah ja, er hat die Gilde gewechselt. Der ist nicht mehr hier. Das Problem ist aus meiner Sicht das Fördersystem. Also die haben hier Tauschketten und das ist halt ultra ineffizient. Am Anfang ist es noch okay, aber dadurch, dass alle Spieler oder dass viele Spieler schon relativ groß sind, schnappen sie einem natürlich die Plätze weg. Ins DE-Testgebiet. Ein böser Kommentar wozu? Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Ja, vielleicht komme ich zum DE-Testgebiet. Ist da noch Platz? Warum finde ich es nicht? Aber ihr seid da auch keine Gildenleiter, oder? Ach so. Gildenleiter sind. Wer ist da Gildenleiter? Kontaris. Fusselbürste. Und gibt es da eine 1,9er Förderung? Wo auch mal was drin steht? Ach so, Wäsche aufhängen machen nur die Männer. Tja. Das neue Gesetz. Ist es bei euch etwa nicht so, Marco? Hängst du nicht du die Wäsche auf? Ich nehme an, du hängst die Wäsche auf, oder? Muss ja so sein. So, exzellente Schuhe. Excellent Boots. Mache ich einmal. Ja, siehst du, Marco, du hängst auch die Wäsche auf. Ja, ich schreibe mal kurz. Oh, wie bewirbt man sich denn in einer anderen Gilde? So, oder? Der Trockner. Ja, ist auch ein Mann. Der hängt die Wäsche auf. So,
Ja. Könnte natürlich auch den Gildentext lesen, ne? Aber ich würde es jetzt einfach erstmal so kurz und knapp versuchen. Und ich hoffe, das passt dann schon. Fusselbürste. Toller Name. So, Ibims Chris Nein, ich bin ein Streamer von FOI. Man kann der Gilde einfach beitreten. Na, ich will es jetzt nicht versuchen. Ich will nämlich ungern austreten erst. So, ich. Ja, ich bin doch ein ganz normaler FOE-Spieler. Seht ihr doch, ich spiele doch hier FOE. Oder nicht? So. Ach, jetzt nochmal. Oh, das war. Ach so, ist ja nicht die. Alles gut, alles gut. Ich hatte gerade ein wenig Angst. Aber alles okay. Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich auf der Welt bin, wo ich keine Münzen habe. Für einen kurzen Moment. Und dass ich gerade einen riesengroßen Anteil meiner Münzen verschleudert habe. Aber es ist gar nicht so. Habe ich mir nur eingebildet. Nee, ich bin immer noch auf der Beta-Welt. Jetzt kann ich hier auch was einsammeln. Sehr schön. Die Feuerwerksfabrik muss auf 50. Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin. So. Und dann den Bäcker mache ich nicht. Blumen. Viele Blumen produzieren. Ja, das muss ich jetzt wieder laufen lassen. Das ist echt eine blöde Questreihenfolge hier gerade. Weil ich dieses Ausbauen hier nicht fertig machen kann. Weil ich mir die aufspare für diese Ausbauquests oder diese Upgrade-Quests. Und jetzt muss ich erstmal 50 Billionen Blumen generieren lassen. Das kann eine Weile dauern. Egal. Ist mit Bewerben, genau. Sehr gut. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob die mir zusagen und dann komme ich darüber gehüpft. So. Und dann stecke ich hier mal den Rest noch in die Tauschketten rein. Ich will es einfach nur loswerden, aktuell. Und von daher, mein Gott, dann geht es halt in Tauschketten und geht dann da unter und ich krieg dann von den Preisen her nichts mehr ab, aber dann ist es einfach so. Zumindest werden meine LGs hochgebracht. Okay, so, hier kann ich auch nochmal eine Stundenproduktion anmachen. Fest und Schiff auf 250. Ja, würde ich eigentlich gerne machen. Aber, wie gesagt, ich würde halt gerne diese Upgrade-Möglichkeiten noch haben.
Also, dass ich dann, also, dass ich noch offene Sachen zu upgraden habe. Das Problem ist nämlich immer, wenn man zu viel zu früh upgradet, dann hat man hinten raus dann Probleme, irgendwie diese 250 Upgrades irgendwo hinzubekommen. Und dann upgradet man sich hier dumm und dämlich, weil man überall so kleine Schritte macht. Und um diese aktuellen Quests zu erfüllen, ist es ja nicht nötig, dass ich den Hafen und das Schiff upgrade. Hier geht es ja erstmal nur darum, dass die Blumen produziert werden müssen. Und den Bäcker würde ich halt einfach ignorieren, weil der mir zu teuer ist. Den würde ich nicht machen wollen. Ja, wobei, eigentlich hast du recht. Ich kann dann die zweite Quest fertig machen. Ja, naja, doch, hast vielleicht recht. Dann habe ich die zweite Quest fertig. Und dann sehe ich, was die nächste ist. Ja, dann mache ich das. Und leg hier noch einen in die Blumen rein. Dann werden die Blumen noch ein kleines bisschen schneller produziert. Ach, und jetzt soll ich die tatsächlich auf 200 bringen. Na gut. Dann bringe ich die noch auf 200, sofern ich dafür genügend Kleeblätter gesammelt habe. Okay. Gut, aber die Neuerung hier gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen, bei der täglichen Herausforderung. Ich finde es schade, dass der andere Avatar jetzt hier oder der andere Charakter nicht mehr da ist. Es wäre halt irgendwie schön gewesen, beide zu haben. Aber der andere ist jetzt halt weg. So, und dann müsste ich jetzt hier nochmal einen manuellen Kampf machen. Und den kann ich natürlich auch erklären, wie ich da vorgehe. Ich weiß nicht, ob ihr viel manuell kämpft. Vermutlich nicht. Ich würde es erstmal versuchen mit den Kontereinheiten. Also generell ist ja der Anteil an manuellen Kämpfen, den man macht, extrem zurückgegangen. Es gab ja früher nicht die Möglichkeit, also ganz, ganz früher, gab es noch nicht die Möglichkeit, einen Autokampf zu machen. Da musste man immer manuell kämpfen. Und man konnte den Autokampf dann hier machen. Also man musste immer reingehen und dann hier auf den Autokampfknopf drücken, glaube ich. Oder konnte man noch gar keinen Autokampf machen? Ich bin nicht sicher. Kann sein, dass man ganz früher auch gar keinen Autokampf machen konnte. Ja. Na, mal schauen. Obwohl, das mit den Kontereinheiten ist hier, glaube ich, gar nicht so gut. Ich gebe noch mal auf. Und überleg noch mal. Denk noch mal drüber nach. Also, was haben wir als Gegner? Wir haben eine bunte Mischung. Schwierig sind die Reiter, die müsste ich möglichst schnell erledigen, weil die nämlich den schweren Einheiten starken Schaden zufügen können. Ansonsten kann ich eigentlich ziemlich viel mit den schweren Einheiten machen hier gegen die anderen Truppen und auch hier. Von daher sind schwere Einheiten hier eigentlich ziemlich gut. Und um die Reiter schnell zu erledigen, nehme ich noch Katapulte mit. Ich nehme mal drei Katapulte und den Rest schwere Einheiten. Aber ich muss jetzt auch erstmal auf die Hauptwelt wechseln. Stelle ich gerade fest, weil da nämlich ein GG-Kampf startet. Das sammle ich noch kurz ein. So. Murmeltier Nike. Ja, genau. Der andere Questgeber geht in den Ruhestand, richtig. Also zumindest sollte sich das bestätigen und diese Änderung so auf die Live-Server kommen. Aber ich gehe davon aus, dass die auf die Live-Server kommt, weil eigentlich gibt es daran nichts zu meckern. Das ist alles von Vorteil, muss ich sagen, was man da jetzt machen kann. Dass man einfach mal die Quests ändern kann, ist schon sehr gut. Schon sehr hilfreich. Und Inno hat für sich halt irgendwie dann wieder neue Möglichkeit, Diamanten einzunehmen. Da reingebracht. Und die wird zumindest mit den 25 Diamanten sicherlich auch in Anspruch genommen werden. Also, dass Leute 25 Diamanten ausgeben,
um zwei Quests zu tauschen oder zwei von diesen Teilaufgaben zu tauschen. Generell ist ja die tägliche Herausforderung jetzt wieder sehr viel wichtiger geworden durch das Burgsystem, weil man ja da Burgpunkte bekommt und viele Leute möchten halt im Burgsystem gerne weiter voranschreiten und deswegen machen sie jetzt die tägliche Herausforderung wieder, die sie vielleicht früher haben nicht gemacht. Genau, und von daher ist es einerseits für die Spieler eigentlich gut, diese Änderung, und andererseits auch für Inno. Von daher, ich glaube, das ist eine Win-Win-Geschichte. Das wird so kommen, denke ich. So, der nächste ist in 3 Minuten. Das ist jetzt, wird jetzt ein ziemliches Hin und Her sein. Denke ich, dass ich hier relativ oft hin und her wechseln werde zwischen den Servern. So, und wir haben jetzt die GG-Musik im Hintergrund. So, und hier muss ich jetzt Supplies sammeln und 5 Forge-Punkte kaufen. Die 5 Forge-Punkte kann ich schon mal kaufen. Die Supplies könnte ich auch sammeln. Ja, mache ich mal auch. Falls ihr das nicht wisst, also wahrscheinlich wisst ihr das alle, weil ihr ja das von vielen, also über Streams halt schon erfahren habt, wie man es macht, aber ich wollte eigentlich gerne mal ein Video darüber machen, wie man die Event-Quests abkürzen kann und wie man schneller die Quests machen kann, weil gerade unter den Spielern, die nicht so gut vernetzt sind und nicht so viele Videos schauen, ich glaube, es gibt noch kein Video dazu, wie man Event-Quests schnell erfüllt. Gibt, glaube ich, das tatsächlich noch gar nicht. Genau, also Supplies verdienen, man sucht sich halt ein Gebäude raus, was teuer ist, was viele Güter kostet, nee, viele Vorräte kostet, und baut es immer wieder auf und reißt es immer wieder ab, und bei jedem Mal, wo man es abreißt, kriegt man diese Vorräte eben gut geschrieben, und die sammeln sich dann halt so für die Quest an, und irgendwann hat man genügend aufgebaut und abgerissen und dann ist die Quest erfüllt. Das ist auch was man jetzt ganz gut in die 3 Minuten unterbringen kann, bevor der nächste Kampf in den Gildengefechten startet. So, jetzt habe ich einen Großteil schon geschafft. Gut. Quest erfüllt. So, und das ist natürlich hier so ein Blocker. Da kann man erstmal nichts gegen machen. 8 Stunden Produktion muss man durchführen. Oder 3 Items beim Antiquitätenhändler tauschen. Muss man auch. Aber man kann sich das natürlich vorbereiten. Man kann halt 8 Stunden Produktion schon mal starten. Und dann... Naja, jetzt sollen wir erstmal da oben angreifen. Oder geht es darum, dass jetzt da ein Lager fehlt oder mehrere? Ja, es geht, glaube ich, eher darum. Wobei... Ja, jetzt ist es entsperrt. Gut. Dann geht es hier weiter. Das ist auch so eine Sache. Hier werde ich jetzt natürlich auch nicht groß Zermürbung machen. Weil das viele Sektoren im Innenbereich sind. Wo man jetzt auch nicht Zermürbung aufbaut, wenn man da kämpft. Keine Zermürbung aufbaut. Aber gut. Dann ist es eben so. Ich glaube, gestern bin ich auch mit 20 Zermürbung oder sowas in den Abend gegangen.
aus dem Abend, in den Abend, wie auch immer. So, jetzt erstmal Forschpunkte ausgeben. Zack. Ist noch ein bisschen, 120 sind noch. Und zurück auf die Beta. Erstmal gucken. Wieder ein bisschen später. So. Genau, die 8-Stunden-Produktion, da müsste ich dann halt durch. Das kann ich über Nacht machen. Und die 11 Forge-Punkte, die kann man natürlich auch aus dem Inventar ausgeben. Wenn man jetzt die Aufgabe hat, dann nimmt man die einfach aus dem Inventar, die Forge-Punkte, und hat die dann auch relativ schnell erledigt, die Quest. Aber da ich sie nicht schnell erledigen brauche, da ich ja auch die 8-Stunden-Produktion noch erledigen muss, kann ich das Ganze in Ruhe machen. Kann ich erstmal die 6 ausgeben. Beziehungsweise ich muss erstmal warten, dass ich sie überhaupt irgendwo ausgeben kann. Okay, dann würde ich mal den Kampf hier versuchen. Den manuellen, und wenn zwischendurch die GG weitergeht, dann kann ich ja einfach mal rüber wechseln. Weil das wird garantiert hier länger dauern, so ein manueller Kampf, als 2 Minuten. Ja, jetzt ist die GG auch schon, geht auch schon weiter. Naja, 1 Minute ist noch. 1 Minute ist noch. Das können wir nochmal nutzen. So. Vor denen muss ich mich fernhalten, aber es geht auch fast gar nicht. Die werden jetzt angreifen. Also werde ich jetzt versuchen, die Zugänge erstmal dicht zu machen, sodass die Reiter jetzt hier möglichst nicht durchkommen, um meine Katapulte zu beschädigen. Und dann versuche ich mal... Oh, das geht doch ganz gut. Den ersten habe ich schon erledigt. Den zweiten kann ich noch anschlagen. Und der schießt auch gar nicht auf den Reiter, sondern auf den Katapult. Auf die Kavallerie, sondern auf den Katapult. Und dann geht es auch. So, jetzt aber. Jetzt aber noch ein bisschen im Autokampf hier weiter knüppeln. Ich gucke jetzt gar nicht da oben. Ich sehe es ja, wenn die Zermürbung hochgeht, dann ist das Lager noch nicht fertig. Und wenn die Zermürbung hochgeht, dann ist es auch nicht schlimm, weil ich erst 4 habe. So. Das Schöne ist, dieser Alles-Heilen-Knopf ist jetzt wieder oben. Oder ist jetzt oben und nicht mehr unten, und dadurch ist der OK-Knopf genau unter dem Autokampf-Knopf hier am PC, und man kann das wieder direkt durchdrücken. So, und der nächste ist jetzt hier in 2 Minuten auf B3V. Da braucht es noch ein Lager. So, das heißt... So. Okay. So, Autokampf geht weiter. Gut, dann werde ich hier... Den mache ich mit den Katapulten. Und sonst werde ich jetzt hier mal auf die anderen drauf gehen. Die leichten Einheiten, der kann jetzt hier das Pferd ausschalten. Und da ich jetzt doch nicht mit dem Katapult, mit dem nichts mehr sonst machen kann, werde ich doch den Fernkampfreiter ausschalten mit meiner schweren Einheit, auch wenn die jetzt auf einem Untergrund steht, wo sie keinen Bonus hat. Das ist wichtiger, dass der aus dem Spiel ist. So, und mit den Katapulten kann ich jetzt schon mal den schweren Einheiten hier ordentlich Schaden zufügen.
Ach, jetzt ist natürlich der Reiter durchgekommen. Gut, dann ist es so. Dann ist es so. So, jetzt fehlt nur noch die eine schwere Einheit. Die könnte ich fast den Katapulten überlassen, aber ich schlage sie noch einmal an. Und dann ist es erledigt. Und jetzt kommt die zweite Runde. Die könnte ich fast im Autokampf machen. Weil das gewinne ich sowieso. Das sind nur drei gegnerische Einheiten. Es kann sein, dass ich im Autokampf noch Katapulte verliere. Aber das wäre jetzt auch kein Beinbruch. So. Nee, ich geh voran. So, jetzt kann ich Autokampf machen. Dann ist das erledigt. Und hier geht jetzt der Kampf weiter. Komm genau richtig. Kann ich noch beschleunigen. So. Und dann geht's los. Und das ist tatsächlich auch nur ein 72er Sektor. Das heißt, hier werde ich etwas Zermürbung hinzubekommen. Warum habe ich jetzt den Agenten hinten rausgenommen? Wie ihr seht, wir spielen kein Schachbrett auf die Negu. Wir reden auch relativ wenig mit den anderen Gilden für die Gildengefechte. Ist ja nicht nötig, man muss sich ja nicht verständigen, was das Schachbrett angeht. Man braucht nur jemanden, also man braucht nur eine andere Gilde, die relativ stark ist. Oder mindestens eine andere Gilde, die dann eben auch die Mitte mit übernimmt und da dann eben auch aktiv wird. So, und der nächste Kampf geht gleich weiter, hier unten. Aber es ist natürlich dann zermürbungslastiger, das Ganze. Wenn man ein Schachbrett bildet, dann kann man das ja so bauen, dass man im Prinzip so gut wie nie Zermürbung bekommt. Beim Wechsel des Schachbretts, also beim Durchtauschen mit der Partnergilde. Ich finde allerdings, dass das unfair ist, das Schachbrett gegenüber den... Also noch unfairer gegenüber den anderen Gilden. Ich meine, das ist schon unfair genug so. Man sieht ja, die kriegen hier alle so gut wie keine Sektoren. Ja. So, und in 2 Minuten der nächste. So. Uhr tickt. Schnell die Forge-Punkte übergeben und dann habe ich hier die tägliche Quest erfüllt. Dann würde ich jetzt mal die täglichen Quests machen. Okay, dann habe ich jetzt eins von den neuen Schrein des Wissens Upgrade-Kits bekommen. Ist halt die Frage, ob das jetzt noch zur richtigen Zeit kommt, ne? Weil eigentlich sind Schreine des Wissens nur noch für neue Städte interessant. Für Leute, die schon lange spielen, sind die Schreine ja nicht mehr wirklich interessant. 2 Jahre zu spät, ja. Ich glaube auch, Topstar. Im Prinzip ist es jetzt zu spät für Schreine des Wissens Upgrade Kits. Wenn, dann müssten sie eine Stufe 3 freischalten, wo der Schrein des Wissens sich dann vielleicht wieder lohnt. Das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit, dem Schrein des Wissens nochmal einen neuen Sinn zu verleihen. Ja,
Aber sonst macht es jetzt nicht so viel Sinn. So, ich würde jetzt mal die Beta-Welt auf den anderen Bildschirm schieben und stattdessen noch einen zweiten Browser aufmachen mit den anderen Welten, sodass ich die Gildenexpedition offen lassen kann. So ein bisschen verhandeln muss ich auch noch. Sonst kriege ich meine Burgpunkte hier nicht. Auf meiner Hauptwelt. Habe ich gestern natürlich auch nicht geschafft, die Burgpunkte voll zu machen. So, hier bin ich schon zu spät. Geht ja auch flott. Das Ganze hier. Es sind genügend Gildis dran beteiligt. Aber ein paar Kämpfe habe ich noch untergebracht. So, wieder in 3 Minuten kommt der nächste. So. Uhr läuft. Die STW-Kits sind günstiger geworden. Das ist wohl wahr. Findest du, die Stufe 2 lohnt sich? Also ja, also es gibt halt sonst kein 4x4-Gebäude, was man da mal eben so hinstellen könnte, außer einer Schmiede. Und die bräuchte man, oder die braucht man halt nur während der Events. Ich lasse die Schmieden trotzdem immer stehen eigentlich. Also ich würde halt da Schmieden hinstellen, ehrlich gesagt. Ich habe noch einen Schrein des Wissens, Stufe 2, hier unten. Den wollte ich eigentlich die ganze Zeit immer schon abreißen. Und ich wollte auch die Weltausstellung abreißen und gegen den Kanal, also dieses Schiff aus dem Winter-Event tauschen. Aber ich vergesse das jedes Mal, wenn ich meine Ernte einsammle. Wollte ich ja nach der Ernte machen. Aber ich vergesse das jedes Mal. Schon seit dem Winter-Event eigentlich. Jade-Statue bringt 3 FP auf 2x2, das ist richtig. Von daher ist sie natürlich viel besser als so ein Schrein des Wissens. Genau, also diese ganzen kulturellen Siedlungsdinger. Ja, der uralte Obelisk hat halt noch 4 Güter und 6% Verteidigung für die angreifende Armee mit drauf. Das ist super. Und der große Runenstein hat 2% Angriff für die angreifende Armee drauf und ein Gut zusätzlich noch. Also ist auch besser als ein Schrein des Wissens. No. Ja, aber ich glaube, es wäre schon Zeit für eine Stufe 3 des Schrein des Wissens. So mit 3 Forge-Punkten. Glaube ich. Tja, das ist halt die Frage, ob man die kulturellen Siedlungen immer weiterspielen möchte, weil ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich die durch habe und spiele dann auch nicht mehr. Wenn ich sie erledigt habe, habe ich sie erledigt. Und die Zeitbelohnungen zu schaffen sind halt anstrengend. Da muss man sich halt gut durchplanen, dass man das schafft. So, das wird jetzt auch schon angefangen haben? Nee, hat noch nicht angefangen. Ist auch gar nicht freigeschalten. Ach so, weil hier oben gekämpft wird. Na dann erstmal hier oben.
dann geht's hier weiter. Da ist anscheinend schon jemand so hoch zermürbt, dass alternative Sektoren gesucht werden, um die Armeen zu tauschen, die gegnerischen. Deshalb ist da gerade eine Fahne unten erschienen, auf einem benachbarten Sektor. So, der nächste Sektor ist welcher? Der hier. 48er. B4C, ja. B4D, also die in der Mitte gehen erst um 22.36 Uhr weiter. Aber werde ich auch gleich helfen. Den kann man auch noch vor der Abrechnung einnehmen, dann später. Hier helfe ich mal auch mit. Das mache ich erstmal mit Verhandlungen. Dann habe ich nämlich auch die Verhandlungen fertig für das Burgsystem. Und ich habe auch noch vom Frachter kann ich auch noch Preise einnehmen. Ja. Preise bekommen. Ja. So, da lohnt sich nicht mehr zu verhandeln. Ich versuche eigentlich immer möglichst viel gleich wegzuhaben. Oh, jetzt wird's aber eng. Ja. Da ist er mir einfach unter der Verhandlung weggemopst worden, der Sektor. Okay. So, jetzt muss doch langsam genau. Jetzt ist Platz 3 freigeschalten. Kann ich den ausschreiben? Okay, gut. Dann wäre der nächste B4C in 4 Minuten, in 3 Minuten. Okay. Gut. Dann wieder auf A. Auf A hat sich wieder was verändert. Ich habe jetzt auf meiner Wunschbrunnenwelt ganze 2 Wunschbrunnen, denn ich habe bei der täglichen Herausforderung, bei der Truhe des Herausforderers, einen Wunschbrunnen gewonnen. Vor 6 Tagen. Und jetzt habe ich schon 2 Wunschbrunnen. Es geht also voran. Langsam, aber stetig. So. Ich muss mal gucken. Also ich glaube, hier mache ich die Gildenexpedition noch nicht, aber ich komme vielleicht noch ein bisschen weiter. Müssen wir mal schauen. Aber ich werde jetzt trotzdem da ich ja 1000 Tavernsilber ausgeben muss, würde ich jetzt den Extrazug nehmen. Weil das ist, glaube ich, das günstigste. Na, der Bauboost wäre noch günstiger, aber der läuft halt 48 Stunden und das ist würde ich mir halt 48 Stunden lang die Möglichkeit, na, Boosts freizuschalten, verbauen. Oder ich schalte eine Verbesserung frei. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Vielleicht das nächste Tischtuch. Das kostet 2000, ne? Dann mache ich das. Dann habe ich auch das Tavernsilber ausgegeben. Ja. Okay, sehr schön. So, jetzt noch 8 Forge-Punkte unterbringen. Das werde ich wieder so versuchen, dass ich hier jetzt einfach bei irgendjemandem die 5 Forge-Punkte einzahle, um an Blaupausen für den Zeus zu kommen. Ich gehe jetzt hier einfach ein bisschen höher noch.
würde ich sagen. 19. Ja, machen wir noch einen 9 oben drauf. Hier, dann habe ich 19 eingezahlt. Für zwei Blaupausen. Na gut, das andere waren auch zwei Blaupausen. Naja, ist egal. So, hier ist freigeschalten. Kann ich 38. Naja, 38 ist zu viel. Mache ich auch 10. Hier kann ich vielleicht nochmal 19 aufsatteln. Ja. Und dann bin ich die Forgepunkte erstmal los. Der Questpart ist jetzt sowieso schon erfüllt. Und jetzt muss ich die zwei Kämpfe auf der Karte der Kontinente noch machen. Diamantrex, ja, kann ich machen. Bei dir auf A vorbeischauen. Wie heißt du eigentlich auf A? Oder generell? Mir fällt es gerade nicht ein. Muss ich erst auf W gucken, wie du heißt? Kannst ja eben schreiben. Hier ist jetzt der Sektor frei geworden. Komm, die 50 Dias, ach Gott, 6 Güter, das ist natürlich eine schwierige Verhandlung, aber muss ich erstmal durch. Mal gucken, ob es klappt. Friki Graf Sushi, ohne Unterstriche, okay. Ja, er ist mein Gildengott auf W, richtig. Der Gildenleiter bei der Freaky Family auf W. Schauen wir gleich rein. Sofern ich hier... Ja, leider nicht. Ein Stück weit vorangekommen bin. Ich würde gerne, wie gesagt, die 8... beziehungsweise noch die 4 Verhandlungen machen, so dass ich hier schon mal die Burgpunkte geschafft habe und auch die Frachterbelohnung eingesammelt habe. Ein Glücksspiel. Natürlich nicht richtig. So. Ist halt die Frage, was du von mir wissen möchtest, wenn ich auf deine Stadt gehe. Glück gehabt. Wie lange spielst du denn schon, Diamantrex? Wie lange spielst du denn schon Forge of Empires? Und wie lange spielst du die Welt auf A schon? Wäre dann die zweite Frage. Im Mid-Stadium. Ein Jahr auf A und wie lange generell? Also 1,5 Jahre spielst du insgesamt bisher. Richtig? Also, wenn M dein Hauptfeld ist, wird es wohl so sein. Ja. Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen Glücksspiel hier. Schneeflocke muss noch und... Ja, Glück gehabt. Also, dann habe ich das geschafft. Und dann würde ich mir jetzt mal den Wecker stellen für den nächsten großen... Ach so, die wollen das jetzt hier fertig machen, damit sie mit den mit 72% holen können. Egal, wir gucken jetzt trotzdem erstmal in deine Stadt und stellen hier auch nochmal eine Stundenproduktion an.
Nein, 15 Minuten sind keine Stunde. So. Und Diamantrix schreibt: Der böse Graf Olympus Mons heißt deine Gilde. Der höchste Berg des Sonnensystems. Okay, aber Diamantrix, das ist ja eine Wunschbrunnenstadt. Das kann man schon sagen, ne? Ich nehme an, du wirst wahrscheinlich sowohl Gags machen als auch Wunschbrunnen, weil du auch einige Kampfkraftgebäude hast und einen Alcatraz und damit vermutlich eine Gags-Stufe 4 Wunschbrunnenstadt. Genau, also so eine Mischung aus Gags durchspielen im Autokampf vermutlich und dann noch möglichst viele Wunschbrunnen aufbauen, um möglichst viele Diamanten zu produzieren in der Welt. Und ja, dafür ist es natürlich schon eine recht fortgeschrittene Stadt. Die Arche hast du warum? Also, was bringt dir die Arche in der Welt? Für die Medaillen nehme ich an, oder? Für die Medaillenerweiterung vermutlich hast du. Ja. Für die Blaupausen auch. Ja. Genau, um deine Kampf-LGs weiter hochzuziehen, ne? Jossi ist auch bei Olympus Mons. Interessant. Okay. Ja. Aber ich meine, du bist halt ein erfahrener Spieler. Du hast jetzt hier die Stufe 2 von antiken Gesichtern und Toren des Sonnengotts, um deine Kampfkraft zu erhöhen. Ansonsten Alchemistenlabore für die Eventaufgaben des eigenen Zeitalters, die Schmieden für die des anderen Zeitalters. Ich bin mir nicht sicher, was die Leukäubahn ist. Ist das mit Kampfkraft oder mit Forge-Punkten? Und den Ehrenstraßenpenis. Der ist wirklich sehr groß. Der ist schon gigantisch. Willst du damit was kompensieren? Ja. Ich würde sagen, eine ordentliche Diamantenstadt. Für den Diamantenkönig, ne? Du könntest, was wichtig wäre, du könntest das Rathaus in die Mitte stellen. Dann könntest du dir einige Straßen sparen. Außerdem würde das den Pi ärgern. Das wäre, glaube ich, wichtig. Ich denke, das solltest du machen. Dann kannst du dir Straßen sparen. Du könntest es zum Beispiel hier hinstellen. Ich glaube, das passt hier sogar hin. Moment, wie breit ist das Rathaus? Breit ist das Rathaus? 7. 7 breit. Und du hast hier 3, 4, 5, 6. Nee, nur 6. Ein bisschen zu breit. Um es dahin zu verschieben. Und hier hast du 8. Ja. Aber ich glaube, du könntest die Straße hier. Du könntest die Straße hier vielleicht Also, du könntest die Gebäude hier ein bisschen anders anordnen. Du könntest das wirklich in die Mitte verschieben. Das Herbstgedöns fliegt raus.
Also die Scheune, meinst du? Ich meine, die Weizenfelder, also das bringt ja auch ganz gut Diamanten, Diamanten sage ich schon, Kampfkraft, ne? Inwiefern hast du die Erweiterung falsch gekauft? Von der Richtung, von der Ausdehnung der Stadt oder? Weil du die Erweiterung hier nicht kaufen kannst, hast du kein quadratisches Feld oder was ist das Problem? Ja, hier oben im Rathaus in der Ecke ist auch schwierig. Auch nicht quadratisch. Aber da kommt man doch hin, die kann man doch machen. Ach nee, kann man nicht. Nee, stimmt. Da fehlt was, ja. Und da hat man dann die Kante. Jetzt muss ich mal gucken nach Olymp. Aber ich finde ja Olympus gar nicht, weil man kann ja hier nicht so suchen. Da müsste man ja jetzt ja auch. Freaky P, Freaky Josie, Freaky Girl of Sushi. Warum ist denn Pi bei den Freigeistern? Da müsste man ja auch dieses komische O schreiben. Und so findet man es nicht. Interessant. Aber ich glaube, hier ist auch ein kleines. Noch ein kleiner Serife oder sowas dran am Y. Das ist das Problem. Wahrscheinlich muss man das schreiben. Nee, auch das geht nicht. Naja. Die haben dich weggeworfen, Pi. Oh, du Armer. Olympus ist Top-Gilde. Nö, sehe ich hier nicht. Auf 13 ist doch keine Top-Gilde. Ja, wenn man mit seiner Diamantenstadt in so einer guten Gilde ist, ist es dann schon, ne? Da musst du ja da auch sehr aktiv sein, Diamantrix. Das wäre zumindest angemessen. So, warum hat jetzt wurde das jetzt ausgetragen, aber niemand hat belegt? Dann schreibe ich es noch mal rein. Schreibe ich es jetzt noch mal rein. Ja, du machst nur die Gags. Naja, und du musst mal die Gildengefechte gespielt haben. Ach so, klar. Ist ja erstmal erledigt. So. Und jetzt wird hier wahrscheinlich in der Gildengefechten hier der Bifidi gemacht, natürlich. Da helfe ich eben mit. So, den würde ich jetzt aber auf jeden Fall offen lassen für. Also ich würde ihn offen lassen wollen, wobei das ist ja schon ein Rennen gegen das neue Bündnis. Das alte Bündnis. Das ist witzig, das gibt auf unserer, auf Dinegu, auf unserer Welt, gibt es das neue Bündnis und das alte Bündnis. Und die verwechsel ich immer. Ich weiß auch nicht, in welcher Beziehung die zueinander stehen.
Ich glaube, die gibt es schon beide sehr lange, die Gilden. Es kann auch sein, dass das mal so Hauptgilde und Nebengilde, also so angedacht war. Keine Ahnung. Aber ich glaube, inzwischen ist es relativ unabhängig voneinander. Aber ich würde jetzt hier mal einen Stopp setzen gleich, damit das alte Bündnis dann noch weiter drauf kämpfen kann und Zermürbung abbauen kann. Und ich hoffe, das wird nicht gleich wieder rausgenommen von der GG-Leitung. Schauen wir mal. Ah, jetzt setze ich mal Stopp. Bei 140. So, und jetzt soll's bei D1B weitergehen und mit Stopp. Das machen wir, kriegen wir hin. So, ich lese gleich weiter. Sieh schon, du hast noch was geschrieben. Also jetzt kämpfen auch wenige mit, muss ich sagen. Aber es ist ganz okay, da geht wenigstens mal die Zermürbung ein bisschen hoch. Würde ich jetzt auch mal bei 130 den Stopp reinhauen. So. Okay. So, und hier, ja, soll das alte Bündnis noch kämpfen. Die haben ja sonst keine Möglichkeiten mehr erstmal. Ah, jetzt wird es wieder freigeschalten. Lass sie doch noch mal kämpfen. Sonst haben die keine anderen Möglichkeiten mehr heute, irgendwie ihre Zermürbung loszuwerden. Weil die anderen Sektoren, die gehen alle nicht mehr auf. Die gehen alle nicht mehr auf vor 0 Uhr. Und das ist ihre einzige Möglichkeit, dass sie da jetzt noch möglichst viel Kämpfe machen. Und wir nehmen den einfach so kurz, bevor die den einnehmen, nehmen wir den ein. Und dann haben sie zumindest noch Zermürbung ordentlich runtergespielt. Und alles andere nützt ihnen sowieso nichts. Das ist eigentlich das. Ach Mann, Leute. Das ist so das letzte bisschen Fairness, was man den armen Gilden am Rand noch geben kann. Dass man sie zumindest ihre Zermürbung verspielen lässt. Okay. Ach so, du bekommst die Ehrenstatuen alle 14 Tage. Bekommt man da nicht nur die. Bin gerade unsicher. Am Ende der Saison bekommt man ja Belohnung. Ah ja, klar, doch. Du bekommst auch Ehrenstatue-Belohnung. Ja. Ich dachte, man kriegt nur die Straße der Ehre-Fragmente, aber man kriegt auch die Straßen, die Ehrenstatuen-Fragmente. Ja. Okay, ja. Verstehe. Die Ehrenstraßen gibt es in guten Gilden, in schlechten gibt es nur Ehrenstatuen. Okay. Gut, sehr gut. Okay, dann könnte ich jetzt hier den nächsten Platz anspielen. Dauert noch ein bisschen. So, jetzt müsste ich hier fast selber drauf achten.
Eine andere Möglichkeit. Naja, gut. Okay. Okay. Nee, müsste jetzt jemand drauf achten, aber jetzt geht's sehr langsam beim alten Bündnis. Keine Ahnung, ob die jetzt noch weiterspielen. Anscheinend ist derjenige oder sind diejenigen, die da gekämpft haben, jetzt so zermürbt, dass sie nicht mehr weiterkämpfen. Aber ich würde es jetzt, ehrlich gesagt, ich persönlich würde es offen lassen, selbst wenn wir den Sektor verlieren. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Wir sind jetzt Erster und wir kriegen immer mehr und mehr Siegpunkte. Wir waren zwar am Anfang der Runde, weil es immer so am Donnerstag um 8 Uhr ist, für uns eine schlechte Zeit. Die meisten bei uns sind am Donnerstag um 8 Uhr nicht da und deswegen sind andere Gilden immer ein bisschen schneller und haben eher die Mitte erreicht. Und da war das Elbenreich halt in der Mitte und hat fast die ganze Karte gehabt. Und wir sind dann halt nach 4 Stunden dann in die Mitte gezogen, aber dadurch haben sie halt einen Vorsprung an Punkten gehabt. Aber jetzt machen wir das halt wieder gut, weil wir einfach mal mehr Punkte haben. Also die Mitglieder bei uns haben im Schnitt eine höhere Punktzahl als das Elbenreich. Und dadurch haben sie ja auch besser ausgebaute Kampfkraft und können mehr Sektoren einnehmen. Und wir nehmen einfach mehr Randsektoren ein als andere Gilden. Und dadurch ziehen wir dann im Laufe der Saison an den meisten anderen Gilden vorbei in der Wertung und werden Erster. Die einzige Gilde, die uns da, also die da noch besser dasteht in den Kampfwerten, ist Twist of Fate und die überholen uns dann immer. Naja, klar, also Wettbewerb findet nicht statt in der GG. Also ich finde die GG auch wirklich, wirklich mega langweilig. Da habe ich recht. Stimme ich dir zu, Pi. Ich mag die GG nicht. Ist langweilig. Aber man macht sie halt, ne? Weil man dafür Fortschritte bekommt. Sehr viel. Aber ich würde sie ehrlich gesagt auch gerne nicht spielen. Aber auf den Nebenwelten zum Beispiel spiele ich eigentlich gar keine GG. Es sei denn irgendwie, ich bin gerade auf der Nebenwelt und dann wird geschrieben, wir brauchen dringend Hilfe auf A1 oder sowas. Dann helfe ich natürlich mit in dem Moment, aber sonst würde ich da nichts machen. Ja, ich kann es auch nicht mehr sehen. Ganz ehrlich. Ja. Nee, also was mir am meisten Spaß macht in Forge of Empires ist halt zu gucken, was es so Neues gibt und dass dann auch, dass halt auch mal wieder neuer Content kommt, also neue Events oder neue Features oder so. Das mag ich halt gerne und das dann auch durchzuspielen. Ja, und Videos machen. Aber sonst ist eigentlich vom Original-Content mag ich halt GVG. Und das war's. Ja, dieses Ages-Event. Ich bin auch gespannt drauf, was das wird. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Hm.
Ach so, jetzt wird wahrscheinlich der Sektor hier. Ja. Da mache ich natürlich noch mit. Und dann werde ich gleich noch die beiden manuellen Kämpfe machen auf A. Man muss es natürlich nicht manuell kämpfen, aber anders kriegt man es kaum hin. Genau, also das Ages-Event, dieses Spielbrett sieht ja irgendwie ein bisschen Monopoly-haft aus. Ich bin gespannt, was das wird. Ich weiß auch nicht, wofür das dann kommt oder ob das irgendwie zwischendrin kommt. Als neues Event, als zusätzliches Event. Oder ob ein Event wegfallen wird in diesem Jahr von den bekannten. Ja, es ist dröge. KK, danke dir für dein Follow. Es ist dröge. Und es ist noch langweiliger, weil jetzt nicht genügend Leute da sind. Oder es kämpfen einfach nur nicht genügend mit, weil es nur 72% hat hier. Und die jetzt wieder auf den zermürbungsfreien Sektor warten. Das kann natürlich sein. Los geht's. Wenn wir jetzt sehen, wenn es hier schneller geht. Ja, es geht schneller. Da sind jetzt mehr dabei. Ja, das ist auch ein bisschen nachvollziehbar, weil wer jetzt schon sehr zermürbt ist, der wird wahrscheinlich jetzt erstmal gucken müssen, dass er nicht noch mehr Zermürbung aufbaut, damit er überhaupt noch mitkämpfen kann. Und da dann vielleicht verhandeln oder gar nicht mitkämpfen. Nein. Aber ich will jetzt Zermürbung loswerden. Die ist ja noch viel zu gering. Normal bin ich so bei 80 am Ende des Tages. Das ist das, was ich inzwischen im Autokampf bequem schaffe. So, der nächste Sektor dauert wohl ein bisschen. 23:17 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt schon etwas Zeit, bis der nächste Sektor aufgeht. Das ist gut. Das ist gut. Dann ist das hier erstmal ein wenig auf Pause. Okay. Gut. Dann gehe ich wieder auf A. Und hier wollte ich noch diese beiden Sektoren gerne einnehmen. Das könnte ich jetzt hier mit den Karte der Kontinentekämpfe machen, die ich noch machen soll. Und diese Sektoren, also dieses Gebirgsgebiet, kann man ja hier einnehmen. Und das ist eine Spezialquestreihe, die man da durchkämpft. Und das sind die einzigen Spezialeinheiten auf der kompletten Karte der Kontinente, die da auftreten. Weil das sind hier keine normalen schweren Einheiten und Fernkämpfer, sondern das sind Barbaren. Und die Barbaren haben eine bestimmte Fähigkeit, nämlich dieses letzte Aufgebot. Und wenn eine andere Einheit stirbt, dann kriegen die noch überlebenden Einheiten jeweils drei zusätzliche Angriffs- und Verteidigungspunkte. Das bedeutet, wenn man diese Einheiten, also wenn man beispielsweise die erste tötet, dann haben danach alle anderen Einheiten 13 Angriff und 9 Verteidigung. Wenn man die zweite tötet, haben danach alle verbleibenden Einheiten 16 Angriff und 12 Verteidigung. Und so addiert sich das weiter auf. Und die letzte Einheit wird dann sehr, sehr, sehr stark sein. Auf der Nordamerika-Karte gibt es noch die Indianer. Okay. Gut, dann gibt es tatsächlich noch einen anderen Fall.
Guten Abend, Mo. Schön, dass du da bist. Ist ja jetzt Wochenende, ne? Endlich. Endlich Wochenende, Mo. Pi, ich habe mir übrigens auf deinen Tipp hin, wie heißt das Spiel? Ich habe mir ein Spiel gekauft. Das war ja auch im Angebot für 19 Euro, alle drei Teile. Uncharted. Für die PlayStation. Genau, Uncharted 1 bis 3 im Bundle habe ich mir gekauft für 19,99 €. Und das kann ich dann halt so mal auf der PlayStation streamen. Wenn ihr natürlich auch alle lieber FOE-Content guckt, nehme ich an. So. Eine weise Wahl, okay. Ja, okay. Gut, also ich kenne die Reihe noch überhaupt gar nicht. Also ich kenne sie nur. Also es ist ein bisschen wie bei Witcher. Also die sind halt sehr populär und man hat davon gehört und gehört, dass es gut sein soll, aber ich habe mir davon bisher noch nichts angeguckt. Auch weil ich darüber nachgedacht habe, die vielleicht mal selber zu spielen. Das Problem aber bei Witcher ist, dass das so viel ist, auch durch diesen Open-World-Charakter, dass ich das wahrscheinlich nie machen werde. Also so Witcher werde ich wahrscheinlich nie spielen. Das ist mir zu viel. Ja, nur FOE mag ich auch nicht. Genau, also diese Barbaren werden halt immer stärker und deswegen muss man, wenn man die bekämpft, beachten, dass man die ein bisschen anders bekämpft als alle anderen. Also ein bisschen anders macht als alle anderen Kämpfe. Und ich mache es so, ein bisschen anders angeht, ich mache es so, dass ich die versuche mit Bogenschützen zu bekämpfen. Das Problem ist jetzt, ich habe leider gar nicht genug gebundene Bogenschützen. Das wäre natürlich schöner, hätte ich 8 gebundene Bogenschützen. Weil ich glaube, ich schaffe jetzt gar keine. Ich baue mal diese Bogenschützenkaserne. Den Bogenschützenschießstand. Aber ich glaube, ich werde eher von denen hier einen machen. Einen Sektor und dann noch einen von denen. Weil ich gar nicht dann die notwendigen unverletzten Bogenschützen mehr zur Verfügung habe. Wenn ich überhaupt noch 8 habe danach. Ja. Okay. Und nicht, ich nehme Bogenschützen, weil die Karte einfach sehr berglastig ist. Und da sind natürlich dann die Bogenschützen besonders gut. So, und ich versuche jetzt erstmal noch außer Reichweite zu bleiben. Mal gucken, ob das möglich ist. Nee, das ist auch gar nicht möglich. Die kommen schon überall hin. Ich könnte höchstens jetzt alle nach oben bewegen, aber ich glaube, das bringt's nicht. Ich guck mal schon, dass ich die, wo ich rankomme, dass die schon mal einen Schuss abbekommen. Jetzt habe ich irgendwie einen doppelten Ton, ne? Ich muss mal hier den Ton jetzt abschalten. Sonst ist das komisch. Das ist jetzt hier der Karte der Kontinente-Ton. Jetzt habe ich den Spielton aus der Venus abgeschalten. So, und solange ich keine Einheit getötet habe von den Gegnern, ist es ja so, dass die ihre Zusatzfertigkeit da noch nicht ausspielen können. Und deswegen gehe ich hier so vor, dass ich alle gegnerischen Einheiten erstmal nur anschlage, aber keine töte. Ich töte erst, oder ich fange erst damit an, die wirklich zu verletzen. Ja, das wird schon zu viel. Die zu verletzen,
wenn alle angeschlagen sind. Und jetzt ist es soweit, jetzt sind alle erstmal einmal angeschlagen. Und jetzt würde ich die stärkste Einheit, also die, die die meisten verbliebenen Lebenspunkte hat, erstmal töten. Und das ist die hier unten. Und danach werden wir sehen, dass die gegnerischen Truppen dann eben nicht mehr 7 bis 8 zu erwartenden Schaden haben. Und die nicht mehr 7 bis 9, sondern eben mehr. So, jetzt ist es passiert. Jetzt greifen sie wieder an. Gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Die sind ja... Ich habe ja nur noch 2. Ich glaube, ich schaff's gar nicht. So, und jetzt machen sie halt schon... Ne, der zu erwartende Schaden, ist der jetzt höher geworden? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich schaff's gar nicht. Meine... Pi, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich schaffe es gar nicht. Meine Kampfkraft ist so niedrig noch. Auf A. Na, da muss ich noch dran arbeiten. Ich glaube, da muss ich noch dran arbeiten. Gut, dann würde ich jetzt hier gucken, welche Sektoren hier relativ einfach zu machen sind. Ich denke, der hier ist ganz gut machbar mit schweren Einheiten und leichten. Vielleicht auch noch zwei... Nein, oder nur mit schweren Einheiten und 2 Katapulten oder 3 Katapulten. So wie vorhin. Ich versuch's mal so. Okay. Dann geht's los. Mit denen versuche ich, mich vor die Katapulte zu stellen, sodass die Reiter da möglichst nicht durchkommen. Und die Bogenschützenreiter versuche ich dann auch direkt zu besiegen. So, da ist ein Reiter durchgekommen. Und da ist dann schon das erste Katapult zerstört, leider. Und den Reiter werde ich hier gleich mal angehen. So, den muss ich eigentlich stehen lassen da. Ach, der rennt hier eh rum. Hilft nix. Nee. Hilft nix. So. Ja, dann ist das nächste Katapult kaputt. Zack. Und das letzte Katapult wird jetzt auch gleich zerstört. Aber es reicht. Ich kann jetzt hier das Pferd und die leichte Einheit besiegen. So, und dann suche ich mir noch einen zweiten Sektor raus. Mal gucken. Der sieht auch noch ganz gut aus. Da habe ich zwar das Problem, dass dann Katapult über die komplette Karte schießt. Aber ich kann hier, denke ich, mit schweren Einheiten ganz gut vorgehen. Und auch mit Katapulten. Oder mache ich den? Ich glaube, ich mache den, und zwar mit 8 Katapulten. Wenn ich 8 Katapulte haben sollte. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Da fehlt mir die Kaserne, ne? Nee, doch nicht. Gut, dann würde ich den versuchen. Oder mit Reitern. Mit Reitern könnte ich es auch versuchen. Mit 8. Ich versuche den mal mit 8 Reitern. Genau, also ich kann ja recht gut mit den Reitern die Katapulte besiegen und auch den Bogenschützen, weil die haben ja Nachteile gegenüber Reitern.
Was schwer ist, sind die gepanzerten Infanterien und besonders schwer ist natürlich der Söldner. Den müsste ich möglichst schnell besiegen. So, ich würde es einfach mal versuchen. Ich bleibe nochmal erstmal im ersten Schritt außer Reichweite. Am weitesten kommt natürlich der berittene Bogenschütze von denen und der kann mich auch treffen. Das kann ich nicht vermeiden, genauso wie die Katapulte. Und als nächstes kommt natürlich der Söldner dann am weitesten. Deswegen würde ich außerhalb der Reichweite des Söldners so weit wie möglich vorziehen. Die Reiter haben auch keine Vorteile oder Nachteile auf dem Untergrund. Also da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie über die Felder, auf denen sie stehen, irgendwas rauszuholen. Man könnte nur dafür sorgen, dass eben die Angreifer nicht von denen oder keine Boni kriegen. Also beispielsweise, dass der Söldner, der gegnerische, nicht in einem Busch oder in einem Baum steht. Und das kann man halt verhindern, indem man sich so hinstellt, dass man ihm eben nicht die Möglichkeit gibt, in den Busch zu gehen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel mit dem Reiter hier vorziehen und meinen Reiter selbst auf den Busch stellen. Und dadurch kann sich halt der Söldner nicht mehr in den Busch bewegen. Und nicht mehr vom Busch angreifen. Diese Einheit ist ja jetzt so gut wie tot. Aber sie schlägt, oder der Söldner schlägt halt nur einmal zurück. Nachdem er einmal zurückgeschlagen hat, bleiben die nächsten Einheiten danach verschont. Und dann kann man mit denen weiter angreifen. Und muss halt nicht befürchten, dass die dann nochmal verletzt werden. Deswegen muss man auch darauf achten, wenn man eine gegnerische Einheit angreift, die dann zurückschlägt, dass die Einheit, der man angriff, dann noch ein paar Lebenspunkte hat, dass sie das überlebt. So, und jetzt würde ich hier die Bogenschützen sind auch noch wichtig. Mal gucken, aber an den komme ich dann nicht mehr ran von der anderen Seite, glaube ich. Doch, komme ich. Sehr gut. Dann habe ich den Bogenschützen auch weggemacht. Und dann würde ich das Katapult hier noch anschlagen. Und jetzt kriege ich natürlich hier ordentlich Gegenwehr. Aber ich kann jetzt den Söldner schon mal ausschalten. Und die Katapulte, die haben keinen Gegenschlag, weil die Katapulte Fernkampfeinheiten sind. Also die schlagen nicht zurück, wenn man sie angreift. Und ich würde mir jetzt den Reiter hier aufheben, um das Katapult zu zerstören, weil der nämlich schon so stark verletzt ist, dass ich ihn nicht mehr eine schwere Einheit angreifen lassen kann, weil durch den Gegenschlag würde der Reiter halt sofort zerstört werden. Und deswegen greife ich jetzt die schwere Einheit mit dieser Einheit an, also mit dem Reiter hier. So. Und ich bleibe auch bei dieser schweren Einheit, weil die würde jetzt oder die teilt jetzt keinen weiteren Gegenschlag mehr aus. Ach, ich habe das Katapult vergessen. Na toll. Das wird jetzt aber auch eng. So, mit der Unverletzten greife ich jetzt die an. Mit der Verletzten nehme ich das Katapult aus dem Rennen und mit der anderen Verletzten die andere gepanzerte Infanterie. So, und jetzt muss ich. Okay, das muss klappen. Ja, sehr gut, hat geklappt. Und jetzt wird es schon eng. Mal gucken, ob ich das noch überlege. Der stirbt jetzt, aber ich habe es geschafft. Es war knapp, aber es ist geschafft. Der manuelle Kampf. Und dadurch, dass es alles gebundene Einheiten sind, ist jetzt der Verlust auch nicht so schlimm, weil ich kann die ja jetzt alle wieder nachproduzieren. Und habe keine Einheiten verloren, die ich nur über ein Alcatraz erhalten würde oder über Quest, wo man einmal Einheiten bekommt. Aber jetzt habe ich auch die tägliche Herausforderung abgeschlossen und jetzt muss ich ganz, ganz großes Glück haben, um nochmal einen Wunschbrunnen zu bekommen. Dann hätte ich nämlich schon drei Wunschbrunnen in meiner Wunschbrunnenstadt. Yes! 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 Sehr
Sehr gut. Okay, mein dritter Wunschbrunnen in meiner Wunschbrunnenstadt. Ich glaube, langsam wird es hier wunschbrunnenhaft. Und einen Wunschbrunnen-Schrumpfkit habe ich eh. Davon habe ich noch 4. Jetzt muss man, jetzt habe ich aber schon Glück, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich schon echt Glück. Weil das jetzt schon das zweite Mal ist, dass ich bei der täglichen, also bei der Wochenbelohnung, der täglichen Herausforderung, Streamer-Bonus, genau. Also FOE hat jetzt wieder den Schalter umgelegt und genau das als Preis ausgegeben, was man als Streamer haben möchte. So wie letztens beim Armin, wo er sich die 200 Forge-Punkte gewünscht hat und dann auch bekommen hat. Genau, die Chance auf den Wunschbrunnen ist ja nur 7%. Und ich hatte jetzt die letzten beiden Wochen Glück, den Preis zu bekommen. Hier habe ich auch noch Freundschaftsanfrage von Zoe. Das ist, glaube ich, niemand von euch, oder? Ab 10 wird es eine Wunschbrunnenstadt. Das kann man vielleicht so sagen, aber sie ist halt als Wunschbrunnenstadt gedacht. Und jetzt habe ich zumindest schon mal 3. Das ist ja schon mal was. So, und jetzt hätte ich aber die Welt erstmal abgeschlossen. Ich würde, wenn die Stundenproduktion hier fertig ist, auch noch versuchen, diese 15-Minuten-Produktion hier zu schaffen für die Event-Quest-Reihe. Und ich stelle noch ein paar Bäume auf, weil sie so schön sind. Und reiße sie gleich wieder ab, weil sie mir doch nicht gefallen. Und zip. Das kann auch weg. So. Genau, dann habe ich das hier schon mal erledigt zur Hälfte. Und 15 Forge-Punkte noch ausgeben. Leider gibt es nichts Gutes, wo ich die investieren kann. Okay, dann schaue ich mal bei meinem Harley. Ja, der hat eine neue... Ah, der braucht wieder Blaupausen. Ja, dann musst du bei mir einzahlen, Harley. Ich kann jetzt wieder weiter freischalten. Bis Stufe 26 kannst du noch leveln. Sehr schön. Nee, ich habe keinen Geburtstag. Aber ich habe trotzdem Streamer-Bonus. So, gut, aber die 15 Forge-Punkte muss ich noch unterbringen. Gucken wo, vielleicht hier, das auf 19 aufsteigern. Ne, das wären 38, die nächste Stufe. Hier sind schon 19. Ah, beim Morgen. Da könnte ich erstmal 10 einzahlen. So. Okay. Sehr schön. So, dann auf Fell. Mal gucken, ob auf Fell noch was zu tun ist. Ja, natürlich. Hier sind jetzt die 15-Minuten-Produktionen fertig für die Event-Quest-Reihe. Fehlt da noch was? Ne, jetzt fehlen nur noch diese Dekorationen. Also nochmal Bäumchen bauen. Hier habe ich offenbar vergessen, die abzureißen. Das ist natürlich dann nicht so schön, weil das ja verschenkte Motivationen sind, ne? Also wenn man Dekorationen baut für Event-Quests, dann sollte man die danach auf jeden Fall wieder abreißen, weil sonst die Motivationen halt darauf gehen und dann eben andere Gebäude, die vielleicht wirklich motiviert werden sollten, nicht motiviert werden. Und das ist dann schade drum. So, die Quest kann ich auch noch fertig machen. Ich glaube, ich bin in der
Gags hier noch nicht ganz durch. Da kriege ich die Kämpfe. Die muss ich auch noch beenden. Heute. Denn das ist ja hier meine Gags-Diamantenstadt, die ich zuerst gegründet habe, um eben Diamanten zu produzieren durch das Durchspielen der Gildenexpedition im Autokampf, beziehungsweise im halbautomatischen Kampf, weil das ja hier mit den Reitern das Problem ist, dass die halt vorrennen würden, wenn man die nicht hinten stehen lässt. Und deswegen muss man die erst mal stehen lassen und dann kann man Autokampf drücken. Also, dass ich den Wunschbrunnen bekommen habe, ist eigentlich noch größeres Glück als die 200 Forge-Punkte zu bekommen, glaube ich. Vor allem zweimal hintereinander. Zweimal hintereinander eine 7% Chance, Wunschbrunnen zu gewinnen. Das ist. Muss man ja multiplizieren, glaube ich. 0,07 mal 2. Für die Wahrscheinlichkeit, dass man das. Bin mir nicht sicher. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist nicht so mein Ding. Mal 2. Nee, das ist. Multiplizieren ist falsch. Multiplizieren ist falsch. Tja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist. 5 Promille. Ist die Chance, dass man zweimal hintereinander Wunschbrunnen bekommt, Thyraval? Wie berechnet man das? Ja, 5 Promille. Das ist schon Glück, würde ich sagen. 0,07 zum Quadrat. Ach, na klar. Ja, nicht mal 2, sondern mal 0,07. 0,07 mal 0,07. Natürlich. Richtig. Ja, ich habe das. Genau, das habe ich mir jetzt. Dachte gerade, hä, habe ich doch gerechnet, warum bin ich hier auf einen anderen Wert gekommen? Aber ich habe ja mal 2 gerechnet. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Gut, dann hatte ich da schon echt Glück gehabt, ja. Aber da müssen ja auch Wunschbrunnen in meine Wunschbrunnenwelt kommen. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass wegen des Streamer-Bonuses Forge of Empires jetzt bei mir die Chance für die anderen Gebäude auf 0% gestellt hat und ich eigentlich nur noch Wunschbrunnen bekomme jedes Mal. Ist nicht ganz richtig. So, und den Rest müsste ich dann mit Medaillen machen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber kann man nicht ändern. Okay. So. 5 Konflikte in der Gildenexpedition lösen, das mache ich eh noch. Und die 6x1 Stunde Produktion. Die würde ich dann danach machen, nach den. Ach, eine Stunde ist ja jetzt schon nach 0 Uhr. Na ja, gut.
nach den 5 Minuten Produktion. Ja, die Chancen sind unabhängig voneinander. So, jetzt klingelt der Wecker. Ich glaube, die Gildengefechte gehen weiter. Ist auch schon fast eingenommen, der Sektor. Die langweiligen Gildengefechte gehen weiter. Wie der Knopf einfach mal nicht funktioniert. So, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, den einzunehmen. Macht und Ehre ist eh gerade nicht da. Kämpfen wir ja gar nicht. Gute Nacht, Alec. Schlaf gut. Schlaf gut. Also ich werde jetzt auf jeden Fall dann die Kanalpunkte einrichten. Und ich muss mir das generell noch angucken, wie das alles funktioniert, weil ich ja im Prinzip dann bei unterschiedlichen Spielen unterschiedliche Kanalpunkte anbieten müsste. Weil wenn ich jetzt beispielsweise Uncharted streamen würde oder irgendwas anderes, wo ich gerade Lust drauf hätte, habe. Ich habe ja auch noch das Zombie-Spiel. Wie heißt es? Ich habe es schon wieder vergessen. Warum habe ich es schon wieder vergessen? Das mit dem, mit der kleinen... Gibt viele. Ja, mit dem älteren Mann. Wie alt mag der sein? So Ende 40 vielleicht. Und der kleinen, der Tochter, also der verliert irgendwie seine Tochter und nimmt sich dann der anderen an. Ich bin jetzt da an der Stelle, wo sie eine Waffe von ihm bekommt. Wo sie ihn unterstützen soll. Last of Us, genau. Last of Us. Ja, um 23.53 Uhr geht es erst weiter. Das ist wieder gut. Haben wir hier nochmal Puffer. Last of Us. Das Problem ist halt, ich habe jetzt Last of Us 1 schon angefangen und ich würde eigentlich ungern einfach mittendrin weiter streamen. So ohne den Anfang. Weil das spiele ich schon relativ lange, aber mir fehlt oft die Lust, The Last of Us zu spielen, weil ich das als stressig empfinde, weil ich so oft sterbe, weil ich echt nicht gut bin mit dem Controller. Ich bin halt ein PC, also ich bin halt PC-Spiele gewohnt und ich bin halt auch sehr gut, was Shooter und so angeht, am PC mit Maus und Tastatur. Und an der PlayStation mit dem Controller, wo ich ständig mich verdrücke und am Ende dann doch wieder alle nur mit einem Knüppel umhaue oder mit der Faust. Ja, da ist es ein bisschen frustrierend. Muss ich sagen. Und das stresst mich irgendwie ein bisschen. Da muss ich irgendwie... ja, zumindest... Also es ist irgendwie nichts für nach der Arbeit. Weil wenn man, dann will ich halt irgendwie eher einen ruhigen Abend haben oder was Chilliges machen, wie Forge of Empires spielen oder sowas. Oder ja,
Und wenn das Spiel einen dann so stresst, weil man mit der Steuerung nicht klarkommt, dann ist das echt nervig. Ich habe auf den Tipp von Pi und Josie, da hatte ich ja letztens beim Stream nochmal gesagt, dass wir durch sind bei It Takes Two. Großartiges Spiel. Das habe ich ja mit meiner Frau durchgespielt. Und da haben wir dann nochmal auf ihr Anraten den Hell Tower versucht zu erklimmen. Und da wirklich so 2, 3 Stunden oder sowas gesessen und einfach nur zusammen versucht, diesen Turm hochzuklettern. Am Freitag war das. Das wollte ich eigentlich auch streamen, das wollten wir streamen, aber das hat irgendwie nicht geklappt aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht war die Vermutung, also die Vermutung war, dass es vielleicht irgendwie was mit dem Multiplayer zu tun haben muss und beide irgendwie das erlauben müssen, dass es übertragen wird. Das war so eine Vermutung, aber keine Ahnung, das ging irgendwie nicht. Also jedes Mal, wenn ich versucht habe, die Twitch-Übertragung zu starten, oh, nee, nicht hier umschalten, ist es halt fehlgeschlagen. Jetzt kann ich trotzdem einsammeln. Na, ist egal. Ich brauche ja nur noch eine Produktion hier. Dann mache ich die eine 5-Minuten-Produktion, den Rest mache ich die Stundenproduktion schon an. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das reicht ja schon. 6 Mal, klar. Ja. Genau. Das ist das Problem mit The Last of Us. So ein bisschen, dass ich dazu schon ungestresst sein oder ich muss ungestresst starten. Das bietet sich so nach der Arbeit nicht so richtig an. Genau, deswegen komme ich da relativ langsam voran. Aber die Story finde ich super. Also gefällt mir sehr gut inhaltlich. Okay, genau. Also hier muss ich jetzt weitermachen in der Gildenexpedition. Mit Medaillen. Dann schaue ich mal, wo es noch. Ja, genau. Beim nächsten gibt es gleich Versuche. Mit ein bisschen Glück kriege ich die 4 Versuche. Die Japaner sind eine echt sehr, sehr bequeme Siedlung, muss ich auch sagen. Das ist ja die Siedlung, die als zweites rausgekommen ist, nach den Wikingern. Die Wikinger sind aus meiner Sicht die langweiligste Siedlung. Ja, hat leider nicht geklappt mit den Medaillen hier oder mit den Versuchen. Kaufe ich 4 Mal. Danach kommt das Mogulreich. Aber die Japaner sind super, super. Super einfach zu spielen, weil man relativ schnell auch diesen Händler freischalten kann. Und in dem Moment, wo man den Händler hat, geht es so flott mit den Gütern. Und wenn dann auch noch der Multiplikator zuschlägt, weil man ja auch die erhandelten Güter vervierfachen kann. Die Ägypter sind noch vor den Mogulen, okay. Na, das ist dann dein Gefühl, Mo. Dass du die Ägypter noch doofer findest als die Mogule. Ja, güterintensiv. Ja, also es kostet eben Güter, ja, richtig. Weil man ja mit den normalen Stadtgütern handelt. Aber.
Die kommen vor dem Mogulreich. Jetzt verstehe ich nicht, was du meinst, Mo. Also, in der Langweiligkeit, nehme ich an. Oder meinst du was anderes? Also, ich finde die Ägypter okay. Ach so. Ja, man muss, glaube ich, in der Kolonialzeit sein, um. Nee, da muss man sein, um die Azteken spielen zu können. Beim Mogulreich spielt das Mittelalter, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. Kann ja gleich mal im Baum gucken. Im Forschungsbaum. Was ich meinte mit dem, was vor was kam, also die Wikinger kamen zuerst, meine ich, dass die erste Kultur war, die ins Spiel kam. Spätes Mittelalter, ja. Genau, also es war die erste Kultur, die jetzt ins Spiel gekommen ist. Danach sind die Japaner ins Spiel gekommen. Und als drittes dann die Ägypter. Dann die Azteken und jetzt als letztes das Mogulreich. Genau, einfach vom Entwicklungszyklus. Also wann InnoGames die Kulturen veröffentlicht hat. Und sonst habt ihr natürlich recht, die Ägypter, die Japaner und die Wikinger sind sofort verfügbar, sofern man Kulturen spielen kann. Das kann man ja, glaube ich, in der Eisenzeit freischalten, die Kulturen. Wenn ich mich nicht irre, schaltet man die in der Eisenzeit irgendwo frei. Und das Mogulreich dann im späten Mittelalter und die Azteken in der Kolonialzeit. Also, ich muss auch sagen, Mogulreich. Ich finde das Mogulreich nicht so schlimm, wie viele es darstellen. Es ist sicherlich irgendwo ein Stück weit langweilig da, insbesondere in den ersten Tagen, wo man dann darauf wartet, dass man endlich das Shatri freigeschaltet kriegt. Aber das ist ja auch gar nicht so schlimm, weil dann hat man halt da wenig zu tun. Das finde ich ehrlich gesagt auch ganz angenehm. Ach, ups. Das wollte ich jetzt gar nicht. Na, jetzt ziehe ich es halt durch. Und sie haben halt ihr eigenes. Es ist halt. Jede Kultur hat halt irgendwie eine gewisse Eigenheit. Außer die Wikinger, die haben nichts. Die sind halt einfach die erste Kultur gewesen, deswegen haben sie da halt nichts Besonderes eingebaut. Und beim Mogulreich ist halt die Eigenheit die Möglichkeit, da die Sets aufzustellen und die Kettengebäude. Und die andere Eigenheit ist halt, dass man erst sehr spät an Gebäude kommt, die Währung produziert, die man braucht, um die Güter zu produzieren. Aber ich glaube, es gibt noch was. Ich überlege gerade. Was ich ganz gut finde beim Mogulreich, ist halt, dass man über das Set-Gebäude, also das mittlere Gebäude, ja die Möglichkeit hat, also das Hauptgebäude, das Rathaus sozusagen, hat man ja die Möglichkeit, schon recht früh mit Glück an Güter zu kommen, die man erst sehr viel später kriegt, also an die Lotusblüten beispielsweise. Wenn man da Glück hat. Ja, aber das musst du ja immer eigentlich bei den Kulturen. Du musst ja eigentlich immer alles wieder abreißen und aufbauen. Tyrawal.
Das ist ja... Also dieser ständige Umbau ist ja bei den Kulturen halt irgendwie... ein Teil des Spiels einfach oder dieses Teils in FOE. Na, aber du musst ja bei den Ägyptern musst du ja dann auch irgendwann die Gebäude abreißen, um sie durch die besseren zu ersetzen. Wiederum. Also das macht man vielleicht bei den Mogulen öfter, weil man... Ja, wobei eigentlich macht man es öfter. Ich weiß nicht. So, jetzt bin ich auch gleich durch. Noch zweimal. Noch zwei Versuche kaufen. Die kaufe ich jetzt auch, ist mir egal. Es kostet ja nicht viele Medaillen hier in der Eisenzeit. Das ist so ein bisschen auch was, wovor... Was mich auch noch ein bisschen davon abhält, wirklich aufzusteigen. Dass das ja auch viel teurer wird dann. Gut, jetzt wäre das fertig. So, da kann ich die Stundenproduktion laufen. Ja, das stimmt. Bei den Wikingern kann man einfach Wege durch Obelisken ersetzen und dann hat man die Diplomatie zusammen. Das ist wahr. Okay, gut. Okay, so. Dann könnte ich hier vielleicht mal versuchen, ein bisschen in der Questline auch voranzukommen und mal Hymir versuchen einzunehmen. Beliebige Technologie erforschen ist echt nicht so leicht in der Welt. Das Problem ist, ich habe schon zu viele Technologien freigeschalten und jetzt müsste ich halt erstmal an die Güter kommen. Und die Güter habe ich eben noch nicht. Und ja, ich könnte mir jetzt halt mal ein Güterproduktionsgebäude bauen. Müsste dazu noch mehr Häuser aufstellen. Gucken, wo ich noch Platz habe für Häuser. Stelle ich erstmal noch Häuser auf. Naja, also die Hindernisse reiße ich eigentlich nicht mit Diamanten weg. Das mache ich eigentlich nie. Also wenn du dich da einbremsen musst, gut, dann ist es für dich vielleicht unangenehm. Der Unterschied ist halt bei den Japanern und bei den Wikingern ist auch nicht auf jedem Feld ein Hindernis. Ne? Da kann man auch so freischalten, dass man dann bei Wikingern und Japanern nur die Felder kauft, die kein Hindernis haben. Und es gibt die unterschiedlich großen Hindernisse. Es gibt kleinere Hindernisse, die dann nur 1x1 groß sind und die 2x1 groß sind. Und in den
Kulturen, wo man die abreißen kann, die Hindernisse, da sind die ja immer 2x1 und auch auf jedem Feld drauf. Okay, gut. Uceria, ach so, ich wollte ja hier noch einen Kampf machen, um Hymir in Besitz zu bringen. Das ist ja, ach, das ist ja hier oben erst. Ich wollte erstmal den PvP-Turm freischalten. Naja, eins nach dem anderen, würde ich sagen. So, dann gucke ich mal, was ich hier habe. Okay. Damit noch die schweren, die. Aber die müssen erstmal kommen. Die lasse ich hinten. Die ziehen gut vor. Und mit denen, oh, auf die schweren. So, gibt es hier auch ein Waldstück? Ja, den Wald gibt es. Dann nehme ich, stelle ich den in den Wald. Und noch ein Wald ist hier nicht. Dann muss der andere in einen Busch. So, aber ich lasse die definitiv noch hinten. Aber ich kann den auch bis hier ranziehen, weil die nicht so weit laufen können. Und dann habe ich die Linie zugemacht. Okay. Okay, so. Der kriegt jetzt natürlich Gegenschlag und deshalb werde ich natürlich, also werde ich versuchen, den in einen Busch zu stellen, damit er da Verteidigungsbonus hat, plus 2. Und ich greife den Angeschlagenen an, weil der weniger Schaden austeilt. Der gibt halt 1 bis 4 und der Unverletzte gibt auch 1 bis 4. Also im Grunde macht es jetzt noch keinen Unterschied bei dem. Ach nee, der Vergeltungsschaden zählt da. Ne? Das ist 2 bis 5 und hier ist es 3 bis 6. Also wenn ich den angreifen würde, wäre es halt schlimmer. So, und mit dem zweiten kann ich halt draufhauen. Der schlägt ja nicht nochmal zurück. So, und mit den Fernkämpfern kann ich jetzt mal. Nee, schaffe ich nicht. Dann schalte ich den aus und würde jetzt mit der schweren Einheit noch versuchen, den anzugreifen. Und dann mache ich das mit den Katapulten fertig. Okay. Ja, kommt man, das. Ich muss ja öfter mal kämpfen. Jetzt, wo ich Kasan zu stehen habe. Damit ich da auch ein bisschen vorankomme. Okay. Dann, oh, jetzt kam gerade noch jemand in die Taverne. Jetzt kann ich die Taverne ernten. Gehe ich nochmal zurück. Ja, man muss auch Glück haben mit den Hindernissen. Es ist halt immer ungünstiger, wenn die sich im Zentrum eines Sektors befinden, als wenn die irgendwo am Rand sind, ne? Wenn die am Rand sind, dann kann man die halt auch einfach ignorieren, die Hindernisse der Kulturen. Aber wenn die jetzt im Zentrum sind, dann kann das blöd sein. So, dann. Ab nach Uceria. So, hier ist die Produktion jetzt auch wieder fertig. Hier muss ich noch 4 Kämpfe machen. Und Produktionsstätten meines Zeitalters. Gut, dann die kann ich ja gleich wieder einschalten. Ach nee, des vorherigen Zeitalters. Ach so. Stimmt. Dann sind es ja gar nicht die. Dann würde ich hier doch eher auf die Ereignisse setzen, weil das kommt eh zusammen.
3 von 5 habe ich ja schon. Und die 450 Zufriedenheit, die könnte ich mir mal eben generieren. Ja, 4 Stück reichen ja da. Jo, so, jetzt muss ich noch die Ereignisse finden. Aber das wird wohl passieren im Laufe des Morgens. Und 120 Güter sammeln und 4 Kämpfe machen. 4 Kämpfe wollte ich jetzt noch in den Gildengefechten besuchen. Seit wann ich Forge of Empires spiele? Also ich spiele schon ziemlich lange, aber ich kann nie einfach so sagen, seit wann ich spiele, weil... Ich kann dir sagen, seit wann du spielst. Du kannst mir sagen, seit wann ich spiele? Seit wann denn? Seit 8 Jahren. Und woher weißt du das? Weil du mir erzählt hast, als ich dich kennengelernt habe, dass du seit 2 Jahren spielst. Weil ich mich dafür interessiert habe, wie lange es dauert, das so aufzubauen. Die Stadt, und dann hast du gesagt, ungefähr 2 Jahre. Ja, das kann sein, dass ich seit... Das kann sein, dass ich seit 8 Jahren spiele. Aber ich weiß... bei welchem Event ich angefangen habe. Deswegen gucke ich dann immer, orientiere ich mich immer an den Events. Ja, Blue Galaxy ist natürlich Quatsch, aber ich kann ja mal Event eingeben. Event. Und dann gibt es ja hier unten die Übersicht aller Events und 2013 Halloween Event. Ich glaube, seit dem Halloween Event 2013 spiele ich. Und das sind ja 8 Jahre. Also noch nicht ganz. Nee, doch, es sind jetzt über 8 Jahre, weil es ist ja 2022 inzwischen. Genau, über 8 Jahre. Das Sommer Event habe ich noch nicht gespielt. Das weiß ich, diese Belohnung habe ich noch nicht bekommen. Und beim Halloween Event habe ich die ersten Sachen bekommen. Liebe Grüße an dich. Danke. Okay. Und seit wann spielt ihr so, alle? Also Tyrawal seit 2018, Ende 2018. Das heißt seit gut drei Jahren. Okay. Ja, die 4 Kämpfe wollte ich noch machen, genau. Muss ich mal gucken, ob ich das mit Kämpfen noch schaffe hier. Das ist ja hier prädestiniert für Reiter. Januar 2021, das ist noch nicht so lange, Mo. Bist du seit einem Jahr dabei? Sommer-Event 2019. Das sind auch schon im Sommer dann 3 Jahre. So, hier würde ich mal die Kontereinheiten nehmen. Das klappt auch ganz gut. Naja, im Autokampf kommt man hier schon ganz gut zurecht. Inzwischen auf der Classic-Welt. Hier mangelt es natürlich extrem an den Agenten, aber so ein paar habe ich auch schon zusammenbekommen. Aber ich schone sie. Ich versuche sie möglichst nicht einzusetzen. Bisher. Weil jeder verlorene Agent ist halt nicht wiederherstellbar. Also klar, ich kann ihn natürlich mit Diamanten wieder heilen, aber... Das mache ich dann natürlich auch nicht.
Engel spielt 1736 Tage. Ja, das muss ich jetzt erstmal umrechnen. 3 Jahre? 4? 5? Was, 1000 was? 1736. Oh. 1736 durch 365 sind fast, also 4 3/4 Jahre. 4,75. Ich kann ja mal auf meine Hauptwelt gucken, das steht ja da. Das steht ja da, seitdem sie die Achievements umgestellt haben. Die waren ja früher so, dass man das dann nicht mehr sehen konnte, nachdem man das höchste Achievement erreicht hat. Aber inzwischen sind sie so eingestellt, dass sie einfach weiterzählen. Was natürlich ganz cool ist. So, Achievements. Und jetzt kann man hier auf den FOE Fanclub gehen. Und ich habe 2888 Tage. Oh, 2888 durch 365 sind nur fast 8 Jahre. Entweder ich erinnere mich irgendwie falsch, aber ich glaube, ich habe beim Halloween-Event angefangen. Vielleicht zählt es nicht, wenn ich... Du hast mir auch gesagt, knapp 2 Jahre. Ja. Vielleicht... Knapp 8 Jahre. Zählen auch Tage nicht, wo ich nicht online war. Das kann natürlich auch mal sein, dass ich ein paar Tage verpasst habe. Noch nicht ganz Mitternacht. So, dann kann ich das hier wieder schließen. Was? Minus 2 für die Schaltjahre. Ja, aber das... Ja, das sind ja auch nur 2 Schaltjahre. In 8 Jahren. Okay. So, hier... Wieder die Kontoeinheiten. Und eine... Nee, noch eine weitere Schwere. Zack. Warum? Ach so, ich hab's schon abgeschlossen. Ich hab's ja schon abgeschlossen. Ja, hier würde ich, denke ich, jetzt auch gleich noch durch zu Ende verhandeln, wenn ich die... manuellen oder wenn ich die Kämpfe nicht mehr schaffe. Die Autokämpfe. Oder beziehungsweise alle meine Einheiten angeschlagen sind. Alle meine Gebundenen. Angeschlagen oder tot. Sind ja fast alle betroffen. Habe ich nur noch die. Und dann nehme ich noch eine Schwere mit rein, einfach. So. Aber eigentlich habe ich nicht so viel Lust zu verhandeln.
Nee, eigentlich habe ich nicht mehr so viel Lust, das noch zu Ende zu verhandeln. Okay. Nee, ich glaube, ich würde dann langsam Schluss machen. Ich würde jetzt nochmal durchgehen, ob ich alles soweit erledigt habe. Und wenn das der Fall ist, würde ich Schluss machen und mal die Kanalpunkte einstellen. Fürs nächste Mal. Dass ihr da natürlich auch was machen könnt. Interagieren könnt. Genau. Und wenn ihr noch Ideen für Kanalpunkte habt, dann schreibt mir auch gerne eine Direktnachricht, was man so machen kann. Ich hatte mich jetzt bei anderen Streamern umgeschaut, was die so haben. Und ja, bei FOE-Streamern sowieso. Ja, und ne, wo ich vorhin darauf eingehen wollte und das dann anscheinend vergessen habe, war ja das Thema Kanalpunkteinsatz in anderen Spielen. Weil es da ja auch ein bisschen, naja, die Frage ist, was man da macht. Also insbesondere, wenn ich dann an der PlayStation spiele. Ja, da habe ich, also jetzt kann ich ja mal die Webcam anschalten. Ich wollte jetzt hier nicht der Alex in den Rücken filmen. Genau, aber an der PlayStation habe ich ja auch keine Cam. Und ja, ist halt die Frage, was man da machen kann. Man könnte halt irgendwas im Spiel machen, was ungewöhnlich ist. Beispielsweise, dass man irgendwie, kommt auf das Spiel an, aber dass man irgendwie versucht, durch Schleichen oder sowas einen Gegner zu überwältigen oder mit einem Messer zu kämpfen oder sowas. Und sowas kann man natürlich machen. Oder dass man dann irgendwie bewusst 10 Liegestütze. Ja, aber wie gesagt, wenn ich keine Cam habe an der PlayStation, dann seht ihr das ja nicht. Dann könnte ich ja behaupten, ich habe 10 Liegestütze gemacht und habe sie gar nicht gemacht. Also man muss es schon beweisen auch, dass man es gemacht hat, denke ich. Also ich würde wahrscheinlich auch Liegestütze mit reinmachen, tatsächlich, also bei Forge of Empires, also wenn ich jetzt hier mit Cam spiele, aber dann müsste ich auch die Cam verschieben, das ist auch was ich ungern tue. Aber ich sehe relativ gut, wo sie wieder hin muss, denke ich. Die Stelle kann ich ganz gut ausmachen. So, meiner, ich gehe hier mit relativ wenig Zermürbung in den nächsten Tag. Ist dann halt so. Aber 10 Liegestütze würde ich nicht machen. Ich würde eher so machen. Also an sich finde ich die Idee gut mit den Liegestützen. Ob ich die noch gut finde, wenn ich dann die Liegestütze gemacht habe, bin ich unsicher. Aber ich finde die Idee gut, dass man sich da versucht, ein bisschen fit zu halten im Stream. Also an sich finde ich die Idee, wie gesagt, finde ich halt charmant. Und Liegestütze mache ich halt normalerweise keiner. Also ich bin halt echt schlecht darin. Weil ich es seit Ewigkeiten nicht gemacht habe. Das gab mal so eine Zeit, wo ich sehr oft Liegestütze gemacht habe. Aber Liegestütze machen ist halt auch einfach langweilig. Das ist so eine sportliche Betätigung. Die ist langweilig und anstrengend. Und ich mache halt anderen Sport auch gerne. Also ich mache wenig Sport in den letzten Jahren, seit meine Tochter geboren ist.
Also zu wenig. Dafür esse ich zu viel. Also ich habe nicht so richtig die neue Balance noch nicht so richtig hinbekommen, dass ich dann eben auch weniger esse. Aber ja, es ergeben sich halt nicht so die Möglichkeiten, leider Sport zu machen. Und früher war es so, bevor meine Tochter geboren ist, da war ich eigentlich jeden zweiten Tag laufen im Sommer. Also auf jeden Fall im Sommer. Also wenn über 10 Grad sind, dann war ich eigentlich immer jeden zweiten Tag laufen. Das mache ich halt gerne, weil ich dann nebenbei Podcasts hören kann. Und dass ich das einfach oder da einfach dabei laufe. Ich laufe jetzt nicht, ich renne ja nicht, sondern ich laufe einfach mit einem gemäßigten Puls. Und von daher komme ich da gut klar und kann halt einfach nebenbei mir was anhören. Und von daher ist das ein guter Sport für mich. Und was mich gereizt hat, war Klettern. Deswegen war ich auch, bevor die Kleine geboren ist, war ich auch mit Alex damals eigentlich wöchentlich im Kletterpark. Also es gibt einen Hochseilgarten in Berlin, wo wir immer waren, ganz oft waren. Hochseilgarten Jungfernheide. Waldhochseilgarten. Genau, gibt es hier keine Bilder. Diese einfachen Strecken, die ist man natürlich relativ schnell durch und die sind dann auch irgendwie langweilig. Vielleicht sollte ich mal einfach nur so suchen und nach Bildern. Genau, das ist halt in Berlin. Nein, nicht da. Nach Fotos. Genau, das ist halt in Berlin. Und es gibt halt da Kurse, die dann auch ziemlich schwer sind. Die schwarzen Routen. Und die habe ich dann vor allem gemacht. Dass ich dann die schwarzen Routen geklettert bin. Und das hat schon ordentlich Kraft gekostet auch. Also da hat man auch ordentlich Kraft gewonnen. Und durch diese abwechslungsreichen Bewegungen, die man da machen muss, ist es halt schon echt gut. Und hat auch Spaß gemacht. Und da habe ich mich dann immer mit dem Arbeitskollegen und mit Alex verabredet. Dann sind wir eigentlich fast jede Woche in diesen Hochseilgarten gefahren und sind da klettern gegangen. Das Problem ist halt jetzt mit der Kleinen, bräuchten wir halt immer eine Betreuung. Oder wenn sie 5 ist, glaube ich, kann sie auf dem kleinen Parcours klettern. Aber da muss sie auch in Begleitung klettern. Das heißt, das geht halt auch nicht so, dass wir dann währenddessen selbst darum springen im Hochseilgarten. Genau, das ist die eine Sache. Und andere, gleichzeitig war ich halt dann auch später noch bouldern. Dass ich dann in der Woche selber dann noch bouldern war. Ein-, zweimal die Woche. Einmal die Woche. Einmal die Woche bouldern, einmal die Woche im Kletterpark. Und 3 bis 4 Mal die Woche laufen. Und jeden Montag Fußball. Also war schon ziemlich... Da habe ich schon viel Sport gemacht. Da konnte ich natürlich auch sehr viel Essen verdrücken. Mit viel Sport. Und da habe ich ein bisschen den... Mache ich die Verhandlung jetzt? Ja, ich habe so viele Güter. Ich mache die Verhandlung. Und
Und da habe ich jetzt noch nicht den richtigen Punkt gefunden, wie viel jetzt gut ist, ohne zuzulegen an Gewicht. Okay, dann bin ich auch wieder up to date in der Questline. Ich kann hier nochmal die... Oh, dann mache ich die 2 auch noch und dann schreibe ich Platz 4 aus. Und helfe nochmal bei den anderen beiden. 38 in der blauen Galaxie und im Stargazer. 67. So. Den Fortsprung auch noch hier rein. Okay. So. Ja, das ist schon was. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und jetzt ist es halt so, wir haben jetzt wieder angefangen, Fußball zu spielen. Das klappt jetzt auch wieder, weil wir mit einem neuen Team spielen. Und dann bin ich morgen wieder beim Fußball. Und Fußball macht mir einfach mega Spaß. Ich liebe es einfach, Fußball zu spielen. Das heißt, Montag kein GVG, weil Montag ist Fußball. Okay, gut. Hauptwelt fertig. U ist fertig. Auf W kann ich, glaube ich, nochmal einsammeln und Produktion einstellen. Dann ist es auch fertig. Ach, und die Ernte hier abholen, dann kann ich den... Ups. Kann ich das hier wieder bei Diamantrix abladen. Und ich hoffe, dann das Observatorium bauen zu können. Ja, ich baue auf W, weil ich ein bisschen vorankommen will, weil ich ja auch dann irgendwann wieder in der Woche erwähnt werden möchte hier mit meiner Stadt. Und idealerweise kriege ich es dann irgendwann hin, die neue Nase aufzubauen. Aber du musst mir noch ein bisschen helfen, Diamantrix, dass ich dann auch die Nasenblaupausen kriege. So, Feldrangier habe ich zu Ende gespielt, die Gags. Höchstens Produktion. Ich glaube, die habe ich auch schon angestellt. Nee, ist noch nicht. Stimmt, hier ist ja noch, die Stundenproduktion sind hier noch am Laufen. Das heißt, das ist noch nicht fertig. A ist, glaube ich, sobald fertig. Höchstens Produktion. Kann ich abholen. 15 Minuten Produktion, das werden die jetzt hier auch sein. Ne, sind es nicht. Aber die kann ich nochmal anstellen. Dann bin ich noch nicht fertig auf A und auf F. Mal gucken, ob ich das auch auf dem Schirm behalte. Bei Zockerhase einzahlen, ja, kann ich auch machen. Kann ich auch gerne machen bei Zockerhase. Ich glaube, hier habe ich jetzt schon x-mal geguckt. So, wem kann ich noch Äffchen? Äffchen können noch hier 10 FP. Ja, der kann noch 10. Mache ich gleich 11. Die kann er noch vertragen. So, Beta-Welt fehlt noch. Beta-Welt habe ich ja hier auf dem anderen Browser noch offen. Gut. Beta-Welt. Beta-Welt ist schon alles fertig. 8 Stunden Produktion anstellen.
Ich will ja nicht mal wie Pi enden. Ja, mache ich. Mache ich, und ich hoffe, die freuen sich dann über die Forge-Punkte und beschweren sich nicht darüber, dass ich einfach ungefragt bei ihnen eingezahlt habe. So, Beta-Welt ist definitiv fertig. Habe auch keine Lust mehr auf hier noch was zu spielen. So. 5, gibt es hier noch einen Dreier? Forge-Punkte-Förderung? Dreier-Tauschkette? Die werden halt nicht so gut wie nie bedient hier. Passiert halt nichts in den 1,9er Ketten. So, und die? Hier. Zack. Okay. Gut. Beta-Welt zu. Ist mir gerade noch eingefallen, bei Oceria wollte ich noch irgendwas gucken. Genau, Japaner bei Oceria. Da habe ich ja die Japaner auf Oceria angefangen. Zuckerhäschen und Alec. Okay, dann werde ich mal da schauen, ob ich da unterstützen kann. Ich bin mit den Japanern erst gerade fertig geworden. Jetzt würde ich sie neu starten wieder. Ich will halt hier an den nächsten Botschafter kommen. Beziehungsweise, ja genau, an den nächsten, weil der nämlich eine Einheit gibt. Und eine Einheit, eine täglich eine ungebundene Einheit zusätzlich, ist natürlich nicht schlecht, die zu haben. Und ich habe auch noch einen Slot frei für einen Botschafter. So, Japaner. Japaner-Musik. So. Ja, die Musik ist auch cool. Okay. Toro. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Kann jemand Japanisch? Wie würde man das sprechen? Mal in Lautschrift auf Deutsch. Japanisch ist halt, oder... Ach, so kann ich keine Sojabohnenplantage aufbauen. Ja, die Musik ist auch cool. Ja. Ist wirklich cool bei den Japanern. Erstmal aufstellen, ein viertes, fünftes fehlt noch. Zack. Und jetzt kommt das Sojabohnenfeld, aber das kriege ich ja hier nicht unter. Das heißt, ich muss es leider doch so bauen. So, und die Sojabohnenplantage. Die kommt dann erstmal hier hin. Lass mich überlegen. Ein Haus kriege ich auch noch mit Straße angeschlossen. Wenn ich hier lang gehe. Und dann... Ne, ein zweites Haus kriege ich nicht angeschlossen. Das war's dann. Den Rest kann ich mit Toros vollknallen. Und dann kann man sich auch schon relativ flott
die Münzproduktionsstätte freischalten. Mit 10 Soja. Aber die Sojabohnenfarm kann ich, oder das Sojabohnenfeld kann ich leider heute nicht mehr anstellen. Aber es ist eh egal, weil ich nicht auf Zeit spiele hier. Vier Häuser und zwei Farmen. Ja, kann ich machen. Aber dann gehen mir doch die Münzen aus. Relativ tief schnell. Ist auch egal. Ich spiel nicht auf Zeit. Also alles gut. So, dann würde ich hier mal die Hager belegen. Bei Thomas. Und der Rest wandert, glaube ich, in meinen Galaterturm. Ja, den fördere ich selbst aktuell. Okay. So, jetzt ist aber... Jetzt wollte ich sagen, jetzt ist U fertig, aber ist gar nicht. Ich muss ja noch Player versus Player spielen. Spiele ich immer den leichtesten Kampf. Im Grunde nur für die Belohnung. Also die. Ich krieg hier Bittenwald bei der nächsten Belohnung angekommen, bei der nächsten Truhe angekommen. Weil ich die zumindest schaffe mit den 0%. Ohne was zu verlieren mit 8 Katapulten, meistens zumindest. Düb und yes. Und jetzt habe ich nochmal 10, das kann ich ja gleich noch bei dem Schorsch unterbringen. Ja, mache ich. Dann kriege ich da auch die Blaupausen aus seinem Zeus. Wundervoll. So. Was habt ihr noch geschrieben? Wunschbrunnen war übrigens ein Scherz, gibt es nicht? Was meinst du damit, Tyrabal? Okay. Okay. Ach so, das war das auf... Du schreibst in den Chat, dass du Wunschbrunnen als Tauschpreis bekommen hast und keiner sagt was. Ja, ich habe das überlesen. Ich habe gerade in meinem Daily getauscht und als neuen Wunschbrunnen bekommen. Verstehe ich auch nicht, was du meinst, ehrlich gesagt. Okay, gut. Wäre das auch erledigt. Jetzt muss ich nur noch auf Feldrangier mich einloggen, wenn die 1-Stunden-Produktion soweit sind. Ich kann noch meiner... Jeder hätte es gern. Wer von den 16 Leuten noch aufgepasst hat? Noch aufpasst. Ich habe ja hier noch so viele Forge-Punkte auszugeben, die ich in der Gilden-Expedition gewonnen habe. Ach nee, bei Kai-Uwe bin ich definitiv schon drin irgendwo.
Markusdom und AO. Was hat er ausgeschrieben? AO kann ich nicht machen. So, AO kann ich nicht machen. Aber Hagier kann ich machen. Die Hagier kann ich machen. Ja. Und bei Turtle 38 im Chateau und 10 im Alka. Gucken. Das passt. Ja, also das stimmt natürlich. Dass alle meckern, wenn es keine Wunschbrunnen mehr gibt im Event. Und das aktuelle Event, da gibt's ja. Gibt's hier Wunschbrunnen als Tagespreis? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß es nicht. Können wir nochmal. Ich hatte es ja schon offen. Ja, da sind Events. Genau. Können wir gleich mal im Forgebowl-Event gucken, welche Tagespreise es gab. Das sind die Spieler. Aber von den Spielern hat doch bestimmt auch jemand. Der hier hat Wunschbrunnenfragmente. Samuel. Der hat die, Samuel, an den kann man sich halten, um an Wunschbrunnen zu kommen. Was steht hier nochmal? Hier ist ein Wunschbrunnen-Schrumpf-Kit. Gibt es als Preis in der Liste der Preise, aber auch kein Wunschbrunnen, interessanterweise. Und unter den Tauschpreisen ist auch kein Wunschbrunnen und unter den normalen Tagespreisen von der Beta ist offensichtlich auch kein Wunschbrunnen. Und hier unten steht No Wishing Wells. Ja. Ja, kein Wunschbrunnen im Forge Bowl Event und auf der Beta. Ja, nee. Auf dem Beta-Server, da läuft ja jetzt das nächste Event. Das St. Patrick's Day Event. Und da. Ja, da gibt es ja überhaupt keine Tagespreise. Wenn ich mich nicht irre. Gibt es ja keine Tagespreise. Und die großen Preise, ob da irgendwas Wunschbrunnenmäßiges dabei ist hier. Ich glaube eher nicht. Glaube er nicht. Mal hier auf der Beta gucken, bei Events. Forgebowl-Event. Seasonal-Event. Seasonal-Events. St. Patrick's Day-Event. Ja, hier gibt's in einem Task gibt's Fragmente. Und als großen Preis gibt es einmal einen Wunschbrunnen und einmal ein Schrumpfkit. Zwischendrin. Zumindest ein bisschen was. Ja, also kriegt man wahrscheinlich so in jedem Event vielleicht einen zusätzlichen Wunschbrunnen. Im Moment. So, jetzt ist es bald geschafft hier. Jetzt ist es bald geschafft.
Aber ich würde jetzt mich verabschieden. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele da waren und ihr auch sehr viel geschrieben habt und wir eine gute Kommunikation hinbekommen haben. Ich hatte ja heute nicht so wirklich irgendwie mal ein Thema oder so, was ich wirklich irgendwo, wo ich mal was Interessantes, Neues erklären konnte. Leider. Das Einzige, was vielleicht, was ich dann zeigen konnte, war halt auf der Beta, wie das mit dem Tagespreis läuft. Weil ich die tägliche Herausforderung noch nicht gestartet habe. Konntet ihr das vielleicht mal sehen, wie das ja jetzt da funktioniert? Ich denke, das wird ein ganz cooles Feature werden. Und das wird ganz bestimmt kommen auch. Das lohnt sich sowohl für die Spieler als auch für Inno, denke ich. Von daher, das ist, glaube ich, das einzige wirklich Interessante, was ich heute zeigen konnte. Ja, ich danke euch für die Abos und für die Bits und für die Follows. Bin ja jetzt schon bei 70 Followern. Wow, echt klasse. Das ist auch alles dank der Community von Pi und Josie und von Falco, ne? Von denen kommt es, also von denen kommt ihr ja alle. Und ja, das ist schon. Danke nochmal, Tyra, weil sehr, sehr nett von dir, dass du nochmal 50 Bits nachgeworfen hast. Was läuft. Achso, das beziehst du dich da auf irgendwas. Ja, das Football-Event läuft noch eine Weile. Es läuft noch 15 Tage. Genau. Ja, hat mir Spaß gemacht. Und ich freue mich dann auf das nächste Mal. Und würde auch gerne mal wieder so ein Video machen. Mo, danke dir für die 20 Bits. Lieben Dank. Genau. Ich habe so ein paar Videoideen, die ich noch machen wollen würde, aber Video machen ist natürlich immer ein bisschen aufwendiger als zu streamen. Und streamen ist halt, also für mich ist es halt spaßiger, weil ich halt mit euch mich austauschen kann. Und ich glaube, das mit dem gemeinsam über eine Welt reden im Discord ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Also das würde ich auf jeden Fall als Option mitgeben. Ja, also wenn ihr auf dem Discord seid, auf dem FOE Olymp, wenn wir uns eine Stadt angucken, einen Stadtbesuch machen, dass ihr mit ins Discord kommen könntet und wir sprechen einfach miteinander über eure Stadt. Dann. Genau. Aber ich muss auch noch die Kanalpunkte einrichten. Gut, Leute, dann vielen Dank nochmal und bis bald. Ciao, ciao. Ach so, Raiden. Ich muss nochmal gucken. Wen kann ich denn raiden? Das hätte ich jetzt fast wieder vergessen. Ich kann ja raiden. Ist denn irgendjemand online von den üblichen Verdächtigen? Sieht jetzt erstmal nicht danach aus. Und spielt irgendjemand Forge of Empires? Natürlich nicht. Es spielt jemand Jagged Alliance 1, aber nicht auf Deutsch. Nee, dann weiß ich leider niemanden, den ich raiden kann. Und von daher bleibt's dabei. Bleibt's dabei. Ich sag Tschüss, ich sag vielen Dank. Und ich freue mich
aufs nächste Mal. Habt eine gute Nacht. Und ja, eine schöne Woche euch. Kommt gut in die Woche. Ciao, ciao.